Abschnitt 1 von Das Fräulein von Sküderi. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Fräulein von Sküderi von E.T.A. Hoffmann. Eine Erzählung aus dem Zeitalter Ludwig des 14. Abschnitt 1. In der Straße Saint-Honoré war das kleine Haus gelegen, welches Magdalene von Sküderi, bekannt durch ihre anmutigen Verse, durch die Gunst Ludwigs des 14. und der Maintenon bewohnte. Spät am Nachmittag, es mochte im Herbste des Jahres 1680 sein, wurde an dieses Haus hart und heftig angeschlagen, dass es im ganzen Flur laut widerhallte. Baptiste, der in des Fräuleins kleinem Haushalt Koch, Bedienten und Türsteher zugleich vorstellte, war mit Erlaubnis seiner Herrschaft über Land gegangen zur Hochzeit seiner Schwester, und so kam es, dass die Martinière, des Fräuleins Kammerfrau, allein im Hause noch wachte. Sie hörte die wiederholten Schläge. Es fiel ihr ein, dass Baptiste fortgegangen und sie mit dem Fräulein ohne weiteren Schutz im Hause geblieben sei. Aller Frevel von Einbruch, Diebstahl und Mord, wie er jemals in Paris verübt worden, kam ihr in den Sinn. Es wurde ihr gewiss, dass irgendein Haufen Meuter, von der Einsamkeit des Hauses unterrichtet, da draußen tobe und, eingelassen, ein böses Vorhaben gegen die Herrschaft ausführen wolle, und so blieb sie in ihrem Zimmer, zitternd und zagend und den Baptist verwünschend samt seiner Schwester Hochzeit. Unterdessen donnerten die Schläge immer fort, und es war ihr, als rufe eine Stimme dazwischen: »So mach doch nur auf, um Christus willen, so mach doch nur auf!« Endlich, in steigender Angst, ergriff die Martinière schnell den Leuchter mit der brennenden Kerze und rannte hinaus in den Flur. Da vernahm sie ganz deutlich die Stimme des Anpochenden: »Um Christus willen, so mach doch nur auf!« »In der Tat«, dachte die Martinière, »so spricht doch wohl kein Räuber. Wer weiß, ob nicht gar ein Verfolgter Zuflucht sucht bei meiner Herrschaft, die ja geneigt ist zu jeder Wohltat. Aber lasst uns vorsichtig sein.« Sie öffnete ein Fenster und rief hinab, wer denn da unten in später Nacht so an der Haustür tobe und alles aus dem Schlafe wecke, indem sie ihrer tiefen Stimme so viel Männliches zu geben sich bemühte, als nur möglich. In dem Schimmer der Mondesstrahlen, die eben durch die finstern Wolken brachen, gewahrte sie eine lange, in einen hellgrauen Mantel gewickelte Gestalt, die den breiten Hut tief in die Augen gedrückt hatte. Sie rief nun mit lauter Stimme, so, dass es der unten vernehmen konnte: »Baptiste! Claude, Pierre, steht auf und seht einmal, welcher Taugenichts uns das Haus einschlagen will.« Da sprach es aber mit sanfter, beinahe klagender Stimme von unten herauf: »Ach, Lamartière, ich weiß ja, dass ihr es seid, liebe Frau, so sehr ihr eure Stimme zu verstellen trachtet. Ich weiß ja, dass Baptist über Land gegangen ist und ihr mit eurer Herrschaft allein im Hause seid. Macht mir nur getrost auf, befürchtet nichts. Ich muß durchaus mit eurem Fräulein sprechen, noch in dieser Minute.« »Wo denkt ihr hin?« erwiderte die Martinière. »Mein Fräulein wollt ihr sprechen mitten in der Nacht? Wisst ihr denn nicht, dass sie längst schläft und dass ich sie um keinen Preis wecken werde aus dem ersten, süßesten Schlummer, dessen sie in ihren Jahren wohl bedarf?« »Ich weiß«, sprach der Untenstehende, »ich weiß, dass euer Fräulein soeben das Manuskript ihres Romans, Clelia geheißen, an dem sie rastlos arbeitet, beiseite gelegt hat und jetzt noch einige Verse aufschreibt, die sie morgen bei der Marquise de Maintenon vorzulesen gedenkt. Ich beschwöre euch, Frau Martinière, habt die Barmherzigkeit und öffnet mir die Türe. Wisst, dass es darauf ankommt, einen Unglücklichen vom Verderben zu retten. Wisst, dass Ehre, Freiheit, ja, das Leben eines Menschen abhängt von diesem Augenblick, in dem ich euer Fräulein sprechen muß. Bedenkt, dass euer Gebieterin Zorn ewig auf euch lasten würde, wenn sie erführe, dass ihr es waret, die den Unglücklichen, welcher kam, ihre Hilfe zu erflehen,
hartherzig von der Tür wieset. Aber warum sprecht ihr denn meines Fräuleins Mitleid an dieser ungewöhnlichen Stunde? Kommt morgen zu guter Zeit wieder.« So sprach die Martiniere herab. Da erwiderte der unten: »Kehrt sich denn das Schicksal, wenn es verderbend wie der tötende Blitz einschlägt, an Zeit und Stunde? Darf, wenn nur ein Augenblick Rettung noch möglich ist, die Hilfe aufgeschoben werden? Öffnet mir die Türe, fürchtet doch nur nichts von meinem Elend, der schutzlos, verlassen von aller Welt, verfolgt, bedrängt von einem ungeheuern Geschick, euer Fräulein um Rettung anflehen will aus drohender Gefahr.« Die Martiniere vernahm, wie der Untenstehende bei diesen Worten vor tiefem Schmerz stöhnte und schluchzte. Dabei war der Ton von seiner Stimme der eines Jünglings, sanft und eindringend tief in die Brust. Sie fühlte sich im Innersten bewegt. Ohne sich weiter lange zu besinnen, holte sie die Schlüssel herbei. Sowie sie die Türe kaum geöffnet, drängte sich ungestüm die im Mantel gehüllte Gestalt hinein und rief, der Martiniere vorbeischreitend in den Flur, mit wilder Stimme: »Führt mich zu eurem Fräulein!« Erschrocken hob die Martiniere den Leuchter in die Höhe, und der Kerzenschimmer fiel in ein todbleiches, furchtbar entstelltes Jünglingsantlitz. Vor Schrecken hätte die Martiniere zu Boden sinken mögen, als nun der Mensch den Mantel auseinanderschlug und der blanke Griff eines Stiletts aus dem Brustlatz hervorragte. Es blitzte der Mensch sie an mit funkelnden Augen und rief noch wilder als zuvor: »Führt mich zu eurem Fräulein, sag ich euch!« Nun sah die Martiniere ihr Fräulein in der dringendsten Gefahr. Alle Liebe zu der treuen Herrschaft, in der sie zugleich die fromme, treue Mutter verehrte, flammte stärker auf im Innern und erzeugte einen Mut, dessen sie wohl selbst sich nicht fähig geglaubt hätte. Sie warf die Tür ihres Gemaches, die sie offen gelassen, schnell zu, trat vor dieselbe und sprach stark und fest: »In der Tat, euer tolles Betragen hier im Haus passt schlecht zu euren kläglichen Worten da draußen, die, wie ich nun wohl merke, mein Mitleid sehr zur unrechten Zeit erweckt haben. Mein Fräulein sollt und werdet ihr jetzt nicht sprechen. Habt ihr nichts Böses im Sinn, dürft ihr den Tag nicht scheuen, so kommt morgen wieder und bringt eure Sache an. Jetzt schert euch aus dem Hause.« Der Mensch stieß einen dumpfen Seufzer aus, blickte die Martiniere starr an mit entsetzlichem Blick und griff nach dem Stilett. Die Martiniere befahl im Stillen ihre Seele dem Herrn, doch blieb sie standhaft und sah dem Menschen keck ins Auge, indem sie sich fester an die Tür des Gemaches drückte, durch welches der Mensch gehen mußte, um zu dem Fräulein zu gelangen. »Lasst mich zu eurem Fräulein, sag ich euch!« rief der Mensch nochmals. »Tut, was ihr wollt«, erwiderte die Martiniere, »ich weiche nicht von diesem Platz. Vollendet nur die böse Tat, die ihr begonnen. Auch ihr werdet den schmachvollen Tod finden auf dem Gräfplatz, wie eure verruchten Spießgesellen.« »Ha!« schrie der Mensch auf. »Ihr habt recht, La Martiniere. Ich sehe aus, ich bin bewaffnet wie ein verruchter Räuber und Mörder. Aber meine Spießgesellen sind nicht gerichtet, sind nicht gerichtet!« Und damit zog er, giftige Blicke schießend auf die zum Tode geängstigte Frau, das Stilett heraus. »Jesus!« rief sie, den Todesstoß erwartend. Aber in dem Augenblick ließ sich auf der Straße das Geklirre von Waffen, der Huftritt von Pferden hören. »Die Maréchaussee! Die Maréchaussee! Hilfe! Hilfe!« schrie die Martiniere. »Entsetzliches Weib, du willst mein Verderben! Nun ist alles aus, alles aus! Nimm, nimm, gib das dem Fräulein heute noch, morgen, wenn du willst!« Dies leise murmelnd hatte der Mensch der Martiniere den Leuchter weggerissen, die Kerze verlöscht und ihr ein Kästchen in die Hand gedrückt. »Um deiner Seligkeit willen, gib das Kästchen dem Fräulein!« rief der Mensch und sprang zum Hause hinaus. Die Martiniere war zu Boden gesunken. Mit Mühe stand sie auf und tappte sich in der Finsternis zurück in ihr Gemach, wo sie ganz erschöpft, keines Lautes mächtig, in den Lehnstuhl sank.
Nun hörte sie die Schlüssel klirren, die sie im Schloss der Haustüre hatte stecken lassen. Das Haus wurde zugeschlossen, und leise, unsichere Tritte nahten sich dem Gemach. Festgebannt, ohne Kraft sich zu regen, erwartete sie das Grässliche. Doch wie geschah ihr, als die Türe aufging und sie bei dem Scheine der Nachtlampe auf den ersten Blick den ehrlichen Baptist erkannte? Der sah leichenblaß aus und ganz verstört. »Um aller heiligen Willen«, fing er an, »um aller heiligen Willen, sagt mir, Frau Martiniere, was ist geschehen? Ach, die Angst, die Angst! Ich weiß nicht, was es war, aber fortgetrieben hat es mich von der Hochzeit gestern Abend mit Gewalt. Und nun komme ich in die Straße. Frau Martiniere, denk ich, hat einen leisen Schlaf. Die wird's wohl hören, wenn ich leise und säuberlich anpoche an die Haustüre und mich hineinlassen. Da kommt mir eine starke Patrouille entgegen, Reiter, Fußvolk, bis an die Zähne bewaffnet, und hält mich an und will mich nicht fortlassen. Aber zum Glück ist Degret dabei, der Maréchaussee-Leutnant, der mich recht gut kennt. Der spricht, als sie mir die Laterne unter die Nase halten: »Ei, Baptist, wo kommst du denn her des Weges in der Nacht? Du musst fein im Hause bleiben und es hüten. Hier ist es nicht geheuer. Wir denken noch in dieser Nacht einen guten Fang zu machen.« »Ihr glaubt gar nicht, Frau Martiniere, wie mir diese Worte aufs Herz fielen. Und nun drehte ich auf die Schwelle, und da stürzt ein verhüllter Mensch aus dem Haus, das blanke Stilett in der Faust, und rennt mich um und um. Das Haus ist offen. Die Schlüssel stecken im Schloss. Sagt, was hat das alles zu bedeuten?« Die Martiniere, von ihrer Todesangst befreit, erzählte, wie sich alles begeben. Beide, sie und Baptist, gingen in den Hausflur. Sie fanden den Leuchter auf dem Boden, wo der fremde Mensch ihn im Entfliehen hingeworfen. »Es ist nur zu gewiss«, sprach Baptist, »dass unser Fräulein beraubt und wohl gar ermordet werden sollte. Der Mensch wusste, wie ihr erzählt, dass ihr allein wart mit dem Fräulein, ja sogar, dass sie noch wachte bei ihren Schriften. Gewiss war es einer von den verfluchten Gaunern und Spitzbuben, die bis ins Innere der Häuser dringen, alles listig auskundschaften, was ihnen zur Ausführung ihrer teuflischen Anschläge dienlich. Und das kleine Kästchen, Frau Martiniere, das, denke ich, werfen wir in die Seine, wo sie am tiefsten ist. Wer steht uns dafür, dass nicht irgendein verruchter Unhold unserem guten Fräulein nach dem Leben trachtet, dass sie, das Kästchen öffnend, nicht tot niedersinkt, wie der alte Marquis von Tournay, als er den Brief aufmachte, den er von unbekannter Hand erhalten?« Lange ratschlagend beschlossen die Getreuen endlich, dem Fräulein am andern Morgen alles zu erzählen und ihr auch das geheimnisvolle Kästchen einzuhändigen, das ja mit gehöriger Vorsicht geöffnet werden könne. Beide erwägten sie genau jeden Umstand der Erscheinung des verdächtigen Fremden, meinten, dass wohl ein besonderes Geheimnis im Spiele sein könne, über das sie eigenmächtig nicht schalten dürften, sondern die Enthüllung ihrer Herrschaft überlassen müssten. Ende von Abschnitt 1. Gelesen von Hokus Pokus. Abschnitt 2 von Das Fräulein von Scudery. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Fräulein von Scudery von E.T.R. Hoffmann. Abschnitt 2. Baptists Besorgnisse hatten ihren guten Grund. Gerade zu der Zeit war Paris der Schauplatz der verruchtesten Gräueltaten, gerade zu der Zeit bot die teuflischste Erfindung der Hölle die leichtesten Mittel dazu. Glaser, ein deutscher Apotheker, der beste Chemiker seiner Zeit, beschäftigte sich, wie es bei Leuten von seiner Wissenschaft wohl zu geschehen pflegt, mit alchemistischen Versuchen. Er hatte es darauf abgesehen, den Stein der Weisen zu finden. Ihm gesellte sich ein Italiener zu, namens Exili.
Diesem diente aber die Goldmacherkunst nur zum Vorwande. Nur das Mischen, Kochen, Sublimieren der Giftstoffe, in denen Glaser sein Heil zu finden hoffte, wollte er erlernen, und es gelang ihm endlich, jenes feine Gift zu bereiten, das ohne Geruch, ohne Geschmack, entweder auf der Stelle oder langsam tötend, durchaus keine Spur im menschlichen Körper zurücklässt und alle Kunst, alle Wissenschaft der Ärzte täuscht, die, den Giftmord nicht ahnend, den Tod einer natürlichen Ursache zuschreiben müssen. So vorsichtig Exili auch zu Werke ging, so kam er doch in den Verdacht des Giftverkaufs und wurde nach der Bastille gebracht. In dasselbe Zimmer sperrte man bald darauf den Hauptmann Gaudin de Saint-Croix ein. Dieser hatte mit der Marquise de Brinvilliers lange Zeit in einem Verhältnisse gelebt, welches Schande über die ganze Familie brachte, und endlich, da der Marquis unempfindlich blieb für die Verbrechen seiner Gemahlin, ihren Vater, Dreux d'André, Zivilleutnant zu Paris, nötigte, das verbrecherische Paar durch einen Verhaftungsbefehl zu trennen, den er wieder den Hauptmann auswirkte. Leidenschaftlich, ohne Charakter, Frömmigkeit heuchelnd und zu Lastern aller Art geneigt von Jugend auf, eifersüchtig, rachsüchtig bis zur Wut, konnte dem Hauptmann nichts willkommener sein als Exilis teuflisches Geheimnis, das ihm die Macht gab, alle seine Feinde zu vernichten. Er wurde Exilis eifriger Schüler und tat es bald seinem Meister gleich, so daß er, aus der Bastille entlassen, allein fortzuarbeiten imstande war. Die Brinvilliers war ein entartetes Weib. Durch Saint-Croix wurde sie zum Ungeheuer. Er vermochte sie nach und nach, erst ihren eigenen Vater, bei dem sie sich befand, ihn mit verruchter Heuchelei im Alter pflegend, dann ihre beiden Brüder und endlich ihre Schwester zu vergiften, den Vater aus Rache, die andern der reichen Erbschaft wegen. Die Geschichte mehrerer Giftmörder gibt das entsetzliche Beispiel, dass Verbrechen derart zur unwiderstehlichen Leidenschaft werden. Ohne weitern Zweck, aus reiner Lust daran, wie der Chemiker Experimente macht zu seinem Vergnügen, haben oft Giftmörder Personen gemordet, deren Leben oder Tod ihnen völlig gleichgültig sein konnte. Das plötzliche Hinsterben mehrerer Armen im Hotel Dieu erregte später den Verdacht, dass die Brote, welche die Brinvilliers dort wöchentlich auszuteilen pflegte, um als Muster der Frömmigkeit und des Wohltuns zu gelten, vergiftet waren. Gewiß ist es aber, dass sie Taubenpastete vergiftete und sie den Gästen, die sie geladen, vorsetzte. Der Chevalier du Gue und mehrere andere Personen fielen als Opfer dieser höllischen Mahlzeiten. Saint-Croix, sein Gehilfe La Chaussée, die Brinvilliers wussten lange Zeit hindurch ihre grässlichen Untaten in undurchdringliche Schleier zu hüllen. Doch welche verruchte List verworfener Menschen vermag zu bestehen, wenn die ewige Macht des Himmels beschlossen, schon hier auf Erden die Frevler zu richten? Die Gifte, welche Saint-Croix bereitete, waren so fein, dass das Pulver, Poudre de Succession nannten es die Pariser, bei der Bearbeitung offen ein einziger Atemzug hinreichte, sich augenblicklich den Tod zu geben. Saint-Croix trug deshalb bei seinen Operationen eine Maske von feinem Glase. Diese fiel eines Tages, als er eben ein fertiges Giftpulver in eine Phiole schütten wollte, herab, und er sank, den feinen Staub des Giftes einatmend, augenblicklich tot nieder. Da er ohne Erben gestorben, eilten die Gerichte herbei, um den Nachlass unter Siegel zu nehmen. Da fand sich in einer Kiste verschlossen das ganze höllische Arsenal des Giftmords, das dem verruchten Saint-Croix zu Gebote gestanden, aber auch die Briefe der Brinvilliers wurden aufgefunden, die über ihre Untaten keinen Zweifel ließen. Sie floh nach Lüttich in ein Kloster.
Degret, ein Beamter der Maréchaussee, wurde ihm nachgesendet. Als Geistlicher verkleidet, erschien er in dem Kloster, wo sie sich verborgen. Es gelang ihm, mit dem entsetzlichen Weibe einen Liebeshandel anzuknüpfen und sie zu einer heimlichen Zusammenkunft in einem einsamen Garten vor der Stadt zu verlocken. Kaum dort angekommen, wurde sie von Degrets Häschern umringt. Der geistliche Liebhaber verwandelte sich plötzlich in den Beamten der Maréchaussee und nötigte sie, in den Wagen zu steigen, der vor dem Garten bereitstand und, von den Häschern umringt, geradewegs nach Paris abfuhr. La Chaussee war schon früher enthauptet worden. Die Brinvilliers litt denselben Tod. Ihr Körper wurde nach der Hinrichtung verbrannt und die Asche in die Lüfte zerstreut. Die Pariser atmeten auf, als das Ungeheuer von der Welt war, das die heimliche, mörderische Waffe ungestraft richten konnte gegen Feind und Freund. Doch bald tat es sich kund, dass des verruchten Lacroix entsetzliche Kunst sich fortvererbt hatte. Wie ein unsichtbares, tückisches Gespenst schlich der Mord sich ein in die engsten Kreise, wie sie Verwandtschaft, Liebe, Freundschaft nur bilden können, und erfasste sicher und schnell die unglücklichen Opfer. Der, den man heute in blühender Gesundheit gesehen, wankte morgen krank und siech umher, und keine Kunst der Ärzte konnte ihn vor dem Tode retten. Reichtum, ein einträgliches Amt, ein schönes, vielleicht zu jugendliches Weib, das genügte zur Verfolgung auf den Tod. Das grausamste Misstrauen trennte die heiligsten Bande. Der Gatte zitterte vor der Gattin, der Vater vor dem Sohn, die Schwester vor dem Bruder. Unberührt blieben die Speisen, blieb der Wein bei dem Mahl, das der Freund den Freunden gab, und wo sonst Lust und Scherz gewaltet, spähten verwilderte Blicke nach dem verkappten Mörder. Man sah Familienväter ängstlich in entfernten Gegenden Lebensmittel einkaufen und in dieser, jener schmutzigen Garküche selbst bereiten, in ihrem eigenen Hause teuflischen Verrat fürchtend. Und doch war manchmal die größte, bedachteste Vorsicht vergebens. Der König, dem Unwesen, das immer mehr überhandnahm, zu steuern, ernannte einen eigenen Gerichtshof, dem er ausschließlich die Untersuchung und Bestrafung dieser heimlichen Verbrechen übertrug. Das war die sogenannte Chambre Ardente, die ihre Sitzungen unfern der Bastille hielt und welcher La Reynie als Präsident vorstand. Mehrere Zeit hindurch blieben Reynies Bemühungen, so eifrig sie auch sein mochten, fruchtlos. Dem verschlagenen Degret war es vorbehalten, den geheimsten Schlupfwinkel des Verbrechens zu entdecken. In der Vorstadt Saint-Germain wohnte ein altes Weib, La Voisin geheißen, die sich mit Wahrsagen und Geisterbeschwörung abgab. Und mit Hilfe ihrer Spießgesellen, Le Sage und Le Vioreux, auch selbst Personen, die eben nicht schwach und leichtgläubig zu nennen, in Furcht und Erstaunen zu setzen wußte. Aber sie tat mehr als dieses. Exilis Schülerin wie Lacroix bereitete sie wie dieser das feine, spurlose Gift und half auf diese Weise ruchlosen Söhnen zur frühen Erbschaft, entarteten Weibern zum andern jüngern Gemahl. Degret drang in ihr Geheimnis ein. Sie gestand alles. Die Chambre Ardente verurteilte sie zum Feuertode, den sie auf dem Gräfplatz erlitt. Man fand bei ihr eine Liste aller Personen, die sich ihrer Hilfe bedient hatten. Und so kam es, dass nicht allein Hinrichtung auf Hinrichtung folgte, sondern auch schwerer Verdacht selbst auf Personen von hohem Ansehen lastete. So glaubte man, dass der Kardinal Bonzy bei der La Voisin das Mittel gefunden, alle Personen, denen er als Erzbischof von Narbonne Pension bezahlen musste, in kurzer Zeit hinsterben zu lassen. So wurde die Herzogin von Bouillon, die Gräfin von Soissons, deren Namen man auf der Liste gefunden, der Verbindung mit dem teuflischen Weibe angeklagt,
und selbst François Henri de Montmorency, Boutbel, Herzog von Luxemburg, Pair und Marschall des Reichs, blieb nicht verschont. Auch ihn verfolgte die furchtbare Chambre Ardente. Er stellte sich selbst zum Gefängnis in der Bastille, wo ihn Louvois und Larenys Hass in ein 6 Fuß langes Loch einsperren ließ. Monate vergingen, ehe es sich vollkommen ausmittelte, dass des Herzogs Verbrechen keine Rüge verdienen konnte. Er hatte sich einmal von Le Sage das Horoskop stellen lassen. Gewiss ist es, dass blinder Eifer den Präsidenten Larigny zu Gewaltstreichen und Grausamkeit verleitete. Das Tribunal nahm ganz den Charakter der Inquisition an. Der geringfügigste Verdacht reichte hin zur strengen Einkerkerung, und oft war es dem Zufall überlassen, die Unschuld des auf den Tod Angeklagten darzutun. Dabei war Renyi von garstigem Aussehen und heimtückischem Wesen, so daß er bald den Hass derer auf sich lud, deren Rächer oder Schützer er zu sein berufen wurde. Die Herzogin von Bouillon, von ihm im Verhöre gefragt, ob sie den Teufel gesehen, erwiderte: »Mich dünkt, ich sehe ihn in diesem Augenblick.« Während nun auf dem Gräfplatz das Blut Schuldiger und Verdächtiger in Strömen floß und endlich der heimliche Giftmord seltener und seltener wurde, zeigte sich ein Unheil anderer Art, welches neue Bestürzung verbreitete. Eine Gaunerbande schien es darauf angelegt zu haben, alle Juwelen in ihren Besitz zu bringen. Der reiche Schmuck, kaum gekauft, verschwand auf unbegreifliche Weise, mochte er verwahrt sein, wo er wollte. Noch viel ärger war es aber, dass jeder, der es wagte, zur Abendzeit Juwelen bei sich zu tragen, auf offener Straße oder in finsteren Gängen der Häuser beraubt, ja wohl gar ermordet wurde. Die mit dem Leben davongekommenen sagten aus, ein Faustschlag auf den Kopf habe sie wie ein Wetterstrahl niedergestürzt, und aus der Betäubung erwacht, hätten sie sich beraubt und am ganz andern Orte als da, wo der Schlag sie getroffen, wiedergefunden. Die Ermordeten, wie sie beinahe jeden Morgen auf der Straße oder in den Häusern lagen, hatten alle dieselbe tödliche Wunde. Ein Dolchstich ins Herz, nach dem Urteil der Ärzte so schnell und sicher tötend, dass der Verwundete, keines Lautes mächtig, zu Boden sinken musste. Wer war an dem üppigen Hofe Ludwigs des 14., der nicht in einen geheimen Liebeshandel verstrickt, spät zur Liebenden schlich und manchmal ein reiches Geschenk bei sich trug? Als stünden die Gauner mit Geistern im Bunde, wussten sie genau, wann sich so etwas zutragen sollte. Oft erreichte der Unglückliche nicht das Haus, wo er Liebesglück zu genießen dachte. Oft fiel er auf der Schwelle, ja, vor dem Zimmer der Geliebten, die mit Entsetzen den blutigen Leichnam fand. Vergebens ließ Argenson, der Polizeiminister, alles aufgreifen in Paris, was von dem Volk nur irgend verdächtig schien. Vergebens wütete Larigny und suchte Geständnisse zu erpressen, vergebens wurden Wachen, Patrouillen verstärkt, die Spur der Täter war nicht zu finden. Nur die Vorsicht, sich bis an die Zähne zu bewaffnen und sich eine Leuchte vortragen zu lassen, half einigermaßen. Und doch fanden sich Beispiele, dass der Diener mit Steinwürfen geängstet und der Herr in demselben Augenblick ermordet und beraubt wurde. Merkwürdig war es, dass aller Nachforschungen auf allen Plätzen, wo Juwelenhandel nur möglich war, unerachtet, nicht das Mindeste von den geraubten Kleinodien zum Vorschein kam und also auch hier keine Spur sich zeigte, die hätte verfolgt werden können. Der Grais schäumte vor Wut, dass selbst seiner List die Spitzbuben zu entgehen wussten. Das Viertel der Stadt, in dem er sich gerade befand, blieb verschont, während in dem andern, wo keiner Böses geahnt, der Raubmord seine reichen Opfer erspähte. Des Grais besann sich auf das Kunststück, mehrere Des Grais zu schaffen, sich untereinander so ähnlich in Gang, Stellung, Sprache, Figur, Gesicht,
daß selbst die Häscher nicht wußten, wo der rechte Degré steckte. Unterdessen lauschte er, sein Leben wagend, allein in den geheimsten Schlupfwinkeln und folgte von weitem diesem oder jenem, der auf seinen Anlass einen reichen Schmuck bei sich trug. Der blieb unangefochten, also auch von dieser Maßregel waren die Gauner unterrichtet. Degré geriet in Verzweiflung. Eines Morgens kommt Degré zu dem Präsidenten Larenyi, blass, entstellt, außer sich. »Was habt ihr? Was für Nachrichten? Fandet ihr die Spur?« ruft ihm der Präsident entgegen. »Ha, gnädiger Herr«, fängt Degré an, vor Wut stammelnd. »Ha, gnädiger Herr, gestern, in der Nacht, unfern des Louvre, ist der Marquis de la Fare angefallen worden. In meiner Gegenwart!« »Himmel und Erde«, jauchzte Larenyi vor Freude, »wir haben sie!« »O, hört nur«, fällt Degré mit bitterem Lächeln ein, »o, hört nur erst, wie sich alles begeben. Am Louvre stehe ich also und passe, die ganze Hölle in der Brust auf die Teufel, die meiner spotten. Da kommt mit unsicherem Schritt, immer hinter sich schauend, eine Gestalt dicht bei mir vorüber, ohne mich zu sehen. Im Mondesschimmer erkenne ich den Marquis de la Fare. Ich konnte ihn da erwarten, ich wußte, wo er hinschlich. Kaum war er 10, 12 Schritte bei mir vorbei, da springt wie aus der Erde herauf eine Figur, schmettert ihn nieder und fällt über ihn her. Unbesonnen, überrascht von dem Augenblick, der den Mörder in meine Hand liefern konnte, schrie ich laut auf und will mit einem gewaltigen Sprunge aus meinem Schlupfwinkel heraus auf ihn zusetzen. Da verwickle ich mich in den Mantel und falle hin. Ich sehe den Menschen wie auf den Flügeln des Windes forteilen. Ich rapple mich auf, ich renne ihm nach, laufend stoße ich in mein Horn. Aus der Ferne antworten die Pfeifen der Häscher. Es wird lebendig, Waffengeklirr, Pferdegetrappel von allen Seiten. »Hinterher, hinterher! Degré, Degré!« schreie ich, dass es durch die Straßen hallt. Immer sehe ich den Menschen vor mir im hellen Mondenschein, wie er, mich zu täuschen, da, dort einbiegt. Wir kommen in die Straße Nicaise, da scheinen seine Kräfte zu sinken. Ich strenge die meinigen doppelt an, noch 15 Schritte höchstens hat er Vorsprung. »Ihr holt ihn ein! Ihr packt ihn! Die Häscher kommen!« ruft Larenyi mit blitzenden Augen, indem er Degré beim Arm ergreift, als sei er der fliehende Mörder selbst. 15 Schritte fährt Degré mit dumpfer Stimme und mühsam atmend fort. 15 Schritte vor mir springt der Mensch auf die Seite in den Schatten und verschwindet durch die Mauer. »Verschwindet? Durch die Mauer? Seid ihr rasend?« ruft Larenyi, indem er 2 Schritte zurücktritt und die Hände zusammenschlägt. »Nennt mich«, fährt Degré fort, sich die Stirne reibend wie einer, den böse Gedanken plagen, »nennt mich, gnädiger Herr, immerhin einen Rasenden, einen törichten Geisterseher, aber es ist nicht anders, als wie ich es euch erzähle. Erstarrt stehe ich vor der Mauer, als mehrere Häscher atemlos herbeikommen, mit ihnen der Marquis de la Fare, der sich aufgerafft, den bloßen Degen in der Hand. Wir zünden die Fackeln an, wir tappen an der Mauer hin und her. Keine Spur einer Türe, eines Fensters, einer Öffnung. Es ist eine starke, steinerne Hofmauer, die sich an ein Haus lehnt, in dem Leute wohnen, gegen die auch nicht der leiseste Verdacht aufkommt. Noch heute habe ich alles in genauen Augenschein genommen. Der Teufel selbst ist es, der uns foppt. Degrés Geschichte wurde in Paris bekannt. Die Köpfe waren erfüllt von den Zaubereien, Geisterbeschwörungen, Teufelsbündnissen der Voisin, des Vigoureux, des berüchtigten Priesters Lesage. Und wie es denn nun in unserer ewigen Natur liegt, dass der Hang zum Übernatürlichen, zum Wunderbaren alle Vernunft überbietet, so glaubte man bald nichts Geringeres, als dass, wie Degré nur im Unmut gesagt, wirklich der Teufel selbst die Verruchten schütze, die ihm ihre Seele verkauft. Nun kann man sich denken, dass Degrés Geschichte mancherlei tollen Schmuck erhielt. Die Erzählung davon,
mit einem Holzschnitt darüber, eine grässliche Teufelsgestalt vorstellend, die vor dem erschrockenen Degrais in die Erde versinkt, wurde gedruckt und an allen Ecken verkauft. Genug, das Volk einzuschüchtern und selbst den Häschern allen Mut zu nehmen, die nun zur Nachtzeit mit Zittern und Zagen die Straßen durchirrten, mit Amuletten behängt und eingeweicht in Weihwasser. Argenson sah die Bemühungen der Chambre Ardente scheitern und ging den König an, für das neue Verbrechen einen Gerichtshof zu ernennen, der mit noch ausgedehnterer Macht den Tätern nachspüre und sie strafe. Der König, überzeugt, schon der Chambre Ardente zu viel Gewalt gegeben zu haben, erschüttert von dem Gräuel unzähliger Hinrichtungen, die der blutgierige La Reynie veranlasst, wies den Vorschlag gänzlich von der Hand. Man wählte ein anderes Mittel, den König für die Sache zu beleben. In den Zimmern der Maintenon, wo sich der König nachmittags aufzuhalten und wohl auch mit seinen Ministern bis in die späte Nacht hinein zu arbeiten pflegte, wurde ihm ein Gedicht überreicht im Namen der gefährdeten Liebhaber, welche klagten, dass, gebiete ihnen die Galanterie, der Geliebten ein reiches Geschenk zu bringen, sie allemal ihr Leben daran setzen müssten. Ehre und Lust sei es, im ritterlichen Kampf sein Blut für die Geliebte zu verspritzen, anders verhalte es sich aber mit dem heimtückischen Anfall des Mörders, wider den man sich nicht wappnen könne. Ludwig, der leuchtende Polarstern aller Liebe und Galanterie, der möge heraufstrahlend die finstere Nacht zerstreuen und so das schwarze Geheimnis, das darin verborgen, enthüllen. Der göttliche Held, der seine Feinde niedergeschmettert, werde nun auch sein siegreich funkelndes Schwert zucken und, wie Herkules die lernäische Schlange, wie Theseus den Minotaur, das bedrohliche Ungeheuer bekämpfen, das alle Liebeslust wegzehren und alle Freude verdüstere in tiefes Leid, in trostlose Trauer. So ernst die Sache auch war, so fehlte es diesem Gedicht doch nicht, vorzüglich in der Schilderung, wie die Liebhaber auf dem heimlichen Schleichweg zur Geliebten sich ängstigen müssten, wie die Angst schon alle Liebeslust, jedes schöne Abenteuer der Galanterie im Aufkeimen töte, an geistreich witzigen Wendungen. Kam nun noch hinzu, dass beim Schluss alles in einen hochtrabenden Panegyrikus auf Ludwig den 14. ausging, so konnte es nicht fehlen, dass der König das Gedicht mit sichtlichem Wohlgefallen durchlas. Damit zustande kommen, drehte er sich, die Augen nicht wegwendend von dem Papier, rasch um zur Maintenon, las das Gedicht noch einmal mit lauter Stimme ab und fragte dann, anmutig lächelnd, was sie von den Wünschen der gefährdeten Liebhaber halte. Die Maintenon, ihrem ernsten Sinne treu und immer in der Farbe einer gewissen Frömmigkeit, erwiderte, dass geheime, verbotene Wege eben keines besonderen Schutzes würdig, die entsetzlichen Verbrechen aber wohl besondere Maßregeln zu ihrer Vertilgung wert wären. Der König, mit dieser schwankenden Antwort unzufrieden, schlug das Papier zusammen und wollte zurück zu dem Staatssekretär, der in dem anderen Zimmer arbeitete, als ihm bei einem Blick, den er seitwärts warf, die Scuderie ins Auge fiel, die zugegen war und eben unfern der Maintenon auf einem kleinen Lehnsessel Platz genommen hatte. Auf diese schritt er nun los. Das anmutige Lächeln, das erst um Mund und Wange spielte und das verschwunden, gewann wieder Oberhand, und dicht vor dem Fräulein stehend und das Gedicht wieder auseinanderfaltend, sprach er sanft: »Die Marquise mag nun einmal von den Galanterien unserer verliebten Herren nichts wissen und weicht mir aus auf Wegen, die nichts weniger als verboten sind. Aber ihr, mein Fräulein, was haltet ihr von dieser dichterischen Supplik?« Die Scuderie stand ehrerbietig auf von ihrem Lehnsessel, ein flüchtiges Rot überflog wie Abendpurpur die blassen Wangen der alten würdigen Dame. Sie sprach, sich leise verneigend, mit niedergeschlagenen Augen: »Un amant qui craint les valeurs
ne point digne d'amour. Der König, ganz erstaunt über den ritterlichen Geist dieser wenigen Worte, die das ganze Gedicht mit seinen ellenlangen Tiraden zu Boden schlugen, rief mit blitzenden Augen: »Beim heiligen Dionys, ihr habt recht, Fräulein. Keine blinde Maßregel, die den Unschuldigen trifft mit dem Schuldigen, soll die Feigheit schützen. Mögen Argenson und La Reynie das ihrige tun.« Ende von Abschnitt 2. Gelesen von Hokus Pokus. Abschnitt 3 von Das Fräulein von Scudery. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Fräulein von Scudery von E.T.A. Hoffmann. Abschnitt 3. Alle die Gräuel der Zeit schilderte nun die Martinière mit den lebhaftesten Farben, als sie am andern Morgen ihrem Fräulein erzählte, was sich in voriger Nacht zugetragen, und übergab ihr zitternd und zagend das geheimnisvolle Kästchen. Obwohl sie als Baptist, der ganz verblaßt in der Ecke stand und, vor Angst und Beklommenheit die Nachtmütze in den Händen knetend, kaum sprechen konnte, baten das Fräulein auf das Wehmütigste, um aller heiligen Willen, doch nur mit möglichster Behutsamkeit das Kästchen zu öffnen. Die Scudery, das verschlossene Geheimnis in den Händen wiegend und prüfend, sprach lächelnd: »Ihr seht beide Gespenster. Dass ich nicht reich bin, dass bei mir keine Schätze eines Mordes wert zu holen sind, das wissen die verruchten Meuchelmörder da draußen, die, wie ihr selbst sagt, das Innerste der Häuser erspähen, wohl ebenso gut als ich und ihr. Auf mein Leben soll es abgesehen sein. Wem kann was an dem Tode liegen einer Person von 73 Jahren, die niemals andere verfolgt als die Bösewichter und Friedensstörer in den Romanen, die sie selbst schuf, die mittelmäßige Verse macht, welche niemandes Neid erregen können, die nichts hinterlassen wird als den Staat des alten Fräuleins, das bisweilen an den Hof ging, und ein paar Dutzend gut eingebundener Bücher mit vergoldetem Schnitt. Und du, Martinière, du magst nun die Erscheinung des fremden Menschen so schreckhaft beschreiben, wie du willst, doch kann ich nicht glauben, dass er Böses im Sinne getragen. Also...« Die Martinière prallte drei Schritte zurück. Baptist sank mit einem dumpfen Ach halb in die Knie, als das Fräulein nun an einen hervorragenden, stählernen Knopf drückte und der Deckel des Kästchens mit Geräusch aufsprang. Wie erstaunte das Fräulein, als ihr aus dem Kästchen ein paar goldene, reich mit Juwelen besetzte Armbänder und eben ein solcher Halsschmuck entgegenfunkelten. Sie nahm das Geschmeide heraus, und indem sie die wundervolle Arbeit des Halsschmucks lobte, beäugelte die Martinière die reichen Armbänder und rief einmal über das andere, dass ja selbst die eitle Montespan nicht solchen Schmuck besitze. »Aber was soll das? Was hat das zu bedeuten?« sprach die Scudery. In dem Augenblick gewahrte sie auf dem Boden des Kästchens einen kleinen zusammengefalteten Zettel. Mit Recht hoffte sie, den Aufschluss des Geheimnisses darin zu finden. Der Zettel, kaum hatte sie, was er enthielt, gelesen, entfiel ihren zitternden Händen. Sie warf einen sprechenden Blick zum Himmel und sank dann, wie halb ohnmächtig, in den Lehnsessel zurück. Erschrocken sprang die Martinière, sprang Baptist ihr bei. »Oh«, rief sie nun mit von Tränen halb erstickter Stimme, »o der Kränkung, o der tiefen Beschämung! Muß mir das noch geschehen in hohem Alter? Hab ich denn im törichten Leichtsinn gefrevelt, wie ein junges, unbesonnenes Ding? O Gott, sind Worte, halb im Scherz hingeworfen, solch grässlichen Deutung fähig? Darf dann mich, die ich, der Tugend getreu und der Frömmigkeit, tadellos geblieben von Kindheit an, darf dann mich das Verbrechen des teuflischen Bündnisses zeihen?« Das Fräulein hielt das Schnupftuch vor die Augen und weinte und schluchzte heftig, so daß die Martinière und Baptist ganz verwirrt und beklommen
nicht wußten, wie ihrer guten Herrschaft beistehen in ihrem großen Schmerz. Die Martiniere hatte den verhängnisvollen Zettel von der Erde aufgenommen. Auf demselben stand: Un amant qui craint les voleurs n'est point digne d'amour. Euer scharfsinniger Geist, hochgeehrte Dame, hat uns, die wir an der Schwäche und Feigheit das Recht des Stärkeren üben und uns Schätze zueignen, die auf unwürdige Weise vergeudet werden sollten, von großer Verfolgung gerettet. Als einen Beweis unserer Dankbarkeit nehmet gütig diesen Schmuck an. Es ist das Kostbarste, was wir seit langer Zeit haben auftreiben können, wiewohl euch, würdige Dame, viel schöneres Geschmeide zieren sollte, als dieses nun eben ist. Wir bitten, dass ihr uns eure Freundschaft und euer huldvolles Andenken nicht entziehen möget. Die Unsichtbaren. »Ist es möglich«, rief die Scuderie, als sie sich einigermaßen erholt hatte, »ist es möglich, dass man die schamlose Frechheit, den verruchten Hohn so weit treiben kann?« Die Sonne schien hell durch die Fenstergardinen von hochroter Seide, und so kam es, dass die Brillanten, welche auf dem Tische neben dem offenen Kästchen lagen, in rötlichem Schimmer aufblitzten. Hinblickend verhüllte die Scuderie voll Entsetzen das Gesicht und befahl der Martiniere, das fürchterliche Geschmeide, an dem das Blut der Ermordeten klebe, augenblicklich fortzuschaffen. Die Martiniere, nachdem sie Halsschmuck und Armbänder sogleich in das Kästchen verschlossen, meinte, dass es wohl am geratensten sein würde, die Juwelen dem Polizeiminister zu übergeben und ihm zu vertrauen, wie sich alles mit der beängstigenden Erscheinung des jungen Mannes und der Einhändigung des Kästchens zugetragen. Die Scuderie stand auf und schritt schweigend langsam im Zimmer auf und nieder, als sinne sie erst nach, was nun zu tun sei. Dann befahl sie dem Baptist, einen Tragsessel zu holen, der Martiniere aber, sie anzukleiden, weil sie auf der Stelle hinwolle zur Marquise de Maintenon. Sie ließ sich hintragen zur Marquise gerade zu der Stunde, wenn diese, wie die Scuderie wusste, sich allein in ihren Gemächern befand. Das Kästchen mit den Juwelen nahm sie mit sich. Wohl mußte die Marquise sich doch verwundern, als sie das Fräulein, sonst die Würde, ja trotz ihrer hohen Jahre die Liebenswürdigkeit, die Anmut selbst, eintraten sah, blass, entstellt, mit wankenden Schritten. »Was um aller Heiligen Willen ist euch widerfahren?« rief sie der armen, beängsteten Dame entgegen, die, ganz außer sich selbst, kaum imstande, sich aufrecht zu erhalten, nur schnell den Lehnsessel zu erreichen suchte, den ihr die Marquise hinschob. Endlich des Wortes wieder mächtig, erzählte das Fräulein, welche tiefe, nicht zu verschmerzende Kränkung ihr jener unbedachtsame Scherz, mit dem sie die Supplik der gefährdeten Liebhaber beantwortet, zugezogen habe. Die Marquise, nachdem sie alles von Moment zu Moment erfahren, urteilte, dass die Scuderie sich das sonderbare Ereignis viel zu sehr zu Herzen nehme, dass der Hohn verruchten Gesindels nie ein frommes, edles Gemüt treffen könne, und verlangte zuletzt, den Schmuck zu sehen. Die Scuderie gab ihr das geöffnete Kästchen, und die Marquise konnte sich, als sie das köstliche Geschmeide erblickte, des lauten Ausrufs der Verwunderung nicht erwehren. Sie nahm den Halsschmuck, die Armbänder heraus und trat damit an das Fenster, wo sie bald die Juwelen in der Sonne spielen ließ, bald die zierliche Goldarbeit ganz nah vor die Augen hielt, um nur recht zu erschauen, mit welcher wundervollen Kunst jedes kleine Häkchen der verschlungenen Kette gearbeitet war. Auf einmal wandte sich die Marquise rasch um nach dem Fräulein und rief: »Wisst ihr wohl, Fräulein, dass diese Armbänder, diesen Halsschmuck niemand anders gearbeitet haben kann als René Cardillac?« René Cardillac war damals der geschickteste Goldarbeiter in Paris, einer der kunstreichsten und zugleich sonderbarsten Menschen seiner Zeit. Eher klein als groß,
aber breitschultrig und von starkem, muskulösem Körperbau, hatte Cardillac, hoch in die 50er Jahre vorgerückt, noch die Kraft und Beweglichkeit des Jünglings. Von dieser Kraft, die ungewöhnlich zu nennen, zeugte auch das dicke, krause, rötliche Haupthaar und das gedrungene, gleißende Antlitz. Wäre Cardillac nicht in ganz Paris als der rechtlichste Ehrenmann, uneigennützig, offen, ohne Hinterhalt, stets zu helfen bereit, bekannt gewesen, sein ganz besonderer Blick aus kleinen, tiefliegenden, grün funkelnden Augen hätte ihn in den Verdacht heimlicher Tücke und Bosheit bringen können. Wie gesagt, Cardillac war in seiner Kunst der geschickteste, nicht sowohl in Paris als vielleicht überhaupt seiner Zeit. Innig vertraut mit der Natur der Edelsteine, wusste er sie auf eine Art zu behandeln und zu fassen, dass der Schmuck, der erst für unscheinbar gegolten, aus Cardillacs Werkstatt hervorging in glänzender Pracht. Jeden Auftrag übernahm er mit brennender Begierde und machte einen Preis, der, so geringe er war, mit der Arbeit in keinem Verhältnis zu stehen schien. Dann ließ ihm das Werk keine Ruhe. Tag und Nacht hörte man ihn in seiner Werkstatt hämmern, und oft war die Arbeit beinahe vollendet, missfiel ihm plötzlich die Form, er zweifelte an der Zierlichkeit irgendeiner Fassung der Juwelen, irgendeines kleinen Häkchens, Anlass genug, die ganze Arbeit wieder in den Schmelztiegel zu werfen und von Neuem anzufangen. So wurde jede Arbeit ein reines, unübertreffliches Meisterwerk, das den Besteller in Erstaunen setzte. Aber nun war es kaum möglich, die fertige Arbeit von ihm zu erhalten. Unter tausend Vorwänden hielt er den Besteller hin, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Vergebens bot man ihm das Doppelte für die Arbeit. Nicht einen Louis mehr als den gedungenen Preis wollte er nehmen. Musste er dann endlich dem Andringen des Bestellers weichen und den Schmuck herausgeben, so konnte er sich aller Zeichen des tiefsten Verdrusses, ja einer inneren Wut, die in ihm kochte, nicht erwehren. Hatte er ein bedeutenderes, vorzüglich reiches Werk, vielleicht viele Tausende an Wert, bei der Kostbarkeit der Juwelen, bei der überzierlichen Goldarbeit abliefern müssen, so war er imstande, wie unsinnig umherzulaufen, sich, seine Arbeit, alles um sich her verwünschend. Aber sowie einer hinter ihm herrannte und laut schrie, »René Cardillac, möchtet ihr nicht einen schönen Halsschmuck machen für meine Braut, Armbänder für mein Mädchen?« und so weiter. Dann stand er plötzlich still, blitzte den an mit seinen kleinen Augen und fragte, die Hände reibend, »Was habt ihr denn?« Der zieht nun ein Schächtelchen hervor und spricht, »Hier sind Juwelen, viel Sonderliches ist es nicht, gemeines Zeug, doch unter euren Händen?« Cardillac lässt ihn nicht ausreden, reißt ihm das Schächtelchen aus den Händen, nimmt die Juwelen heraus, die wirklich nicht viel wert sind, hält sie gegen das Licht und ruft voll Entzücken, »Hoho, gemeines Zeug, mitnichten, hübsche Steine, herrliche Steine, lasst mich nur machen. Und wenn es euch auf eine Handvoll Louis nicht ankommt, so will ich noch ein paar Steinchen hineinbringen, die euch in die Augen funkeln sollen, wie die liebe Sonne selbst.« Der spricht, »Ich überlasse euch alles, Meister René, und zahle, was ihr wollt.« Ohne Unterschied, mag er nun ein reicher Bürgersmann oder ein vornehmer Herr vom Hofe sein, wirft sich Cardillac ungestüm an seinen Hals und drückt und küsst ihn und spricht, nun sei er wieder ganz glücklich, und in 8 Tagen werde die Arbeit fertig sein. Er rennt über Hals und Kopf nach Hause, hinein in die Werkstatt, und hämmert darauf los. Und in 8 Tagen ist ein Meisterwerk zustande gebracht. Aber so wie der, der es bestellte, kommt, mit Freuden die geforderte geringe Summe bezahlen und den fertigen Schmuck mitnehmen will, wird Cardillac verdrießlich, grob, trotzig.
»Aber, Meister Kardillac, bedenkt, morgen ist meine Hochzeit.« »Was schert mich eure Hochzeit? Fragt in 14 Tagen wieder nach.« »Der Schmuck ist fertig. Hier liegt das Geld. Ich muss ihn haben.« »Und ich sage euch, dass ich noch manches an dem Schmuck ändern muss und ihn heute nicht herausgeben werde.« »Und ich sage euch, dass wenn ihr mir den Schmuck, den ich euch allenfalls doppelt bezahlen will, nicht herausgebt im Guten, ihr mich gleich mit Argensons dienstbaren Trabanten anrücken sehen sollt. Nun, so quäle euch der Satan mit 100 glühenden Kneippzangen und hänge 3 Zentner an den Halsschmuck, damit er eure Braut erdrossle.« Und damit steckt Kardillac dem Bräutigam den Schmuck in die Brusttasche, ergreift ihn beim Arm, wirft ihn zur Stubentür hinaus, dass er die ganze Treppe hinabpoltert, und lacht wie der Teufel zum Fenster hinaus, wenn er sieht, wie der arme junge Mensch das Schnupftuch vor der blutigen Nase aus dem Hause hinaushinkt. Gar nicht zu erklären war es auch, dass Kardillac oft, wenn er mit Enthusiasmus eine Arbeit übernahm, plötzlich den Besteller mit allen Zeichen des im Innersten aufgeregten Gemüts, mit den erschütterndsten Beteuerungen, ja unter Schluchzen und Tränen bei der Jungfrau und allen Heiligen beschwor, ihm das unternommene Werk zu erlassen. Manche der von dem Könige, von dem Volke hochgeachtetsten Personen hatten vergebens große Summen geboten, um nur das kleinste Werk von Kardillac zu erhalten. Er warf sich dem Könige zu Füßen und flehte um die Huld, nichts für ihn arbeiten zu dürfen. Ebenso verweigerte er der Maintenon jede Bestellung. Ja, mit dem Ausdruck des Abscheus und Entsetzens verwarf er den Antrag derselben, einen kleinen, mit den Emblemen der Kunst verzierten Ring zu fertigen, den Racine von ihr erhalten sollte. »Ich wette«, sprach die Maintenon, »ich wette, dass Kardillac, schicke ich auch hin zu ihm, um wenigstens zu erfahren, für wen er diesen Schmuck fertigte, sich weigert herzukommen, weil er vielleicht eine Bestellung fürchtet und doch durchaus für mich nichts arbeiten will, wiewohl er seit einiger Zeit abzulassen scheint von seinem starren Eigensinn, denn wie ich höre, arbeitet er jetzt fleißiger als je und liefert seine Arbeit ab auf der Stelle, jedoch noch immer mit tiefem Verdruss und weggewandtem Gesicht. Die Scuderie, der auch viel daran gelegen, dass, sei es noch möglich, der Schmuck bald in die Hände des rechtmäßigen Eigentümers komme, meinte, dass man dem Meister Sonderling ja gleich sagen lassen könne, wie man keine Arbeit, sondern nur sein Urteil über Juwelen verlange. Das billigte die Marquise. Es wurde nach Kardillac geschickt, und, als sei er schon auf dem Weg gewesen, trat er nach Verlauf weniger Zeit in das Zimmer. Er schien, als er die Scuderie erblickte, betreten und wie einer, der von dem Unerwarteten plötzlich getroffen, die Ansprüche des Schicklichen, wie sie der Augenblick darbietet, vergisst, neigte er sich zuerst tief und ehrfurchtsvoll vor dieser ehrwürdigen Dame und wandte sich dann erst zur Marquise. Die frug ihn hastig, indem sie auf das Geschmeide wies, das auf dem dunkelgrün behängten Tisch funkelte, ob dies seine Arbeit sei. Kardillac warf kaum einen Blick darauf und packte, der Marquise ins Gesicht starrend, Armbänder und Halsschmuck schnell ein in das Kästchen, das daneben stand und das er mit Heftigkeit von sich wegschob. Nun sprach er, nachdem ein hässliches Lächeln auf seinem roten Antlitz gleiste: »In der Tat, Frau Marquise, man muß René Kardillacs Arbeit schlecht kennen, um nur einen Augenblick zu glauben, dass irgendein anderer Goldschmied in der Welt solchen Schmuck fassen könne. Freilich ist das meine Arbeit.« »So sagt denn«, fuhr die Marquise fort, »für wen ihr diesen Schmuck gefertigt habt?« »Für mich ganz allein«, erwiderte Kardillac. »Ja, ihr möget«, fuhr er fort, als beide, die Maintenon und die Scuderie, ihn ganz verwundert anblickten, jene voll Misstrauen, diese voll banger Erwartung, wie sich nun die Sache wenden würde, »ja, ihr möget es seltsam finden, Frau Marquise, aber es ist dem so. Bloß der schönen Arbeit willen suchte ich meine besten Steine zusammen,
und arbeitete aus Freude daran fleißiger und sorgfältiger als jemals. Vor weniger Zeit verschwand der Schmuck aus meiner Werkstatt auf unbegreifliche Weise. »Dem Himmel sei gedankt«, rief die Scuderie, indem ihr die Augen vor Freude funkelten, und sie rasch und behende wie ein junges Mädchen von ihrem Lehnsessel aufsprang, auf den Kardillac losschritt und beide Hände auf seine Schultern legte. »Empfangt«, sprach sie dann, »empfangt, Meister René, das Eigentum, das euch verruchte Spitzbuben raubten, wieder zurück.« Nun erzählte sie ausführlich, wie sie zu dem Schmuck gekommen. Kardillac hörte alles schweigend, mit niedergeschlagenen Augen an. Nur mitunter stieß er ein unvernehmliches »Hm, so, ei, hoho« aus und warf bald die Hände auf den Rücken, bald streichelte er leise Kinn und Wange. Als nun die Scuderie geendet, war es, als kämpfte Kardillac mit ganz besonderen Gedanken, die währenddessen ihm gekommen, und als wolle irgendein Entschluss sich nicht fügen und fördern. Er rieb sich die Stirne, er seufzte, er fuhr mit der Hand über die Augen, wohl gar um hervorbrechende Tränen zu steuern. Endlich ergriff er das Kästchen, das ihm die Scuderie darbot, ließ sich auf die Knie langsam nieder und sprach: »Euch, edles, würdiges Fräulein, hat das Verhängnis diesen Schmuck bestimmt. Ja, nun weiß ich es erst, dass ich während der Arbeit an euch dachte, ja, für euch arbeitete. Verschmäht es nicht, diesen Schmuck als das Beste, was ich wohl seit langer Zeit gemacht, von mir anzunehmen und zu tragen.« »Ei, ei«, erwiderte die Scuderie, anmutig scherzend, »wo denkt ihr hin, Meister René? Steht es mir denn an, in meinen Jahren mich noch so herauszuputzen mit blanken Steinen? Und wie kömmt ihr denn dazu, mich so überreich zu beschenken? Geht, geht, Meister René. Wär ich so schön wie die Marquise de Fontanges und reich, in der Tat, ich ließe den Schmuck nicht aus den Händen. Aber was soll diesen welken Armen die eitle Pracht? Was soll diesem verhüllten Hals der glänzende Putz?« Kardillac hatte sich indes erhoben und sprach, wie außer sich, mit verwildertem Blick, indem er fortwährend das Kästchen der Scuderie hinhielt: »Tut mir die Barmherzigkeit, Fräulein, und nehmt den Schmuck. Ihr glaubt es nicht, welche tiefe Verehrung ich für eure Tugend, für eure hohen Verdienste im Herzen trage. Nehmt doch mein geringes Geschenk nur für das Bestreben an, euch recht meine innerste Gesinnung zu beweisen.« Als nun die Scuderie immer noch zögerte, nahm die Maintenant das Kästchen aus Kardillacs Händen, sprechend: »Nun, beim Himmel, Fräulein, immer redet ihr von euren hohen Jahren. Was haben wir, ihr und ich, mit den Jahren zu schaffen und ihrer Last? Und tut ihr denn nicht eben wie ein junges, verschämtes Ding, das gerne zulangen möchte nach der dargebotenen süßen Frucht? Könnte das nur geschehen ohne Hand und ohne Finger? Schlagt dem wackern Meister René nicht ab, das freiwillig als Geschenk zu empfangen, was tausend andere nicht erhalten können, alles Goldes, alles Bittens und Flehens unerachtet.« Die Maintenant hatte der Scuderie das Kästchen währenddessen aufgedrungen, und nun stürzte Kardillac nieder auf die Knie, küßte der Scuderie den Rock, die Hände, stöhnte, seufzte, weinte, schluchzte, sprang auf, rannte wie unsinnig, Sessel, Tische umstürzend, das Porzellan, Gläser zusammenklirrten, in toller Hast von dannen. Ganz erschrocken rief die Scuderie: »Um aller heiligen Willen, was widerfährt dem Menschen?« Doch die Marquise, in besonderer, heiterer Laune, bis zu sonst ihr ganz fremdem Mutwillen, schlug ein helles Lachen auf und sprach: »Da haben wir's, Fräulein. Meister René ist in euch sterblich verliebt und beginnt nach richtigem Brauch und bewährter Sitte echter Galanterie euer Herz zu bestürmen mit reichen Geschenken.« Die Maintenant führte diesen Scherz weiter aus, indem sie die Scuderie ermahnte, nicht zu grausam zu sein gegen den verzweifelten Liebhaber, und diese wurde,
raumgebend angeborner Laune, hingerissen in den sprudelnden Strom tausend lustiger Einfälle. Sie meinte, dass sie, stünde die Sache nun einmal so, endlich besiegt, wohl nicht werde umhin können, der Welt das unerhörte Beispiel einer 73-jährigen Goldschmiedsbraut von untadeligem Adel aufzustellen. Die Maintenon erbot sich, die Brautkrone zu flechten und sie über die Pflichten einer guten Hausfrau zu belehren, wovon freilich so ein kleiner Kick in die Welt von Mädchen nicht viel wissen könne. Da nun endlich die Scuderie aufstand, um die Marquise zu verlassen, wurde sie, alles lachenden Scherzes unerachtet, doch wieder sehr ernst, als ihr das Schmuckkästchen zur Hand kam. Sie sprach, »Doch, Frau Marquise, werde ich mich dieses Schmucks niemals bedienen können. Er ist, mag es sich nun zugetragen haben, wie es will, einmal in den Händen jener höllischen Gesellen gewesen, die mit der Frechheit des Teufels, ja wohl gar in verdammtem Bündnis mit ihm, rauben und morden. Mir graust vor dem Blute, das an dem funkelnden Geschmeide zu kleben scheint. Und nun hat selbst Cardillacs Betragen, ich muß es gestehen, für mich etwas sonderbar Ängstliches und Unheimliches. Nicht erwehren kann ich mir einer dunklen Ahnung, dass hinter diesem allem irgendein grauenvolles, entsetzliches Geheimnis verborgen, und bringe ich mir die ganze Sache recht deutlich vor Augen mit jedem Umstand, so kann ich doch wieder gar nicht auch nur ahnen, worin das Geheimnis bestehe, und wie überhaupt der ehrliche, wackre Meister René, das Vorbild eines guten, frommen Bürgers, mit irgend etwas Bösem, Verdammlichem zu tun haben soll. So viel ist aber gewiss, dass ich niemals mich unterstehen werde, den Schmuck anzulegen.« Die Marquise meinte, das hieße die Skrupel zu weit treiben. Als nun aber die Scuderie sie auf ihr Gewissen fragte, was sie in ihrer, der Scuderie Lage wohl tun würde, antwortete sie ernst und fest, weit eher den Schmuck in die Seine werfen, als ihn jemals tragen. Den Auftritt mit dem Meister René brachte die Scuderie in gar anmutige Verse, die sie den folgenden Abend in den Gemächern der Maintenon dem Könige vorlas. Wohl mag es sein, dass sie auf Kosten Meister Renés alle Schauer unheimlicher Ahnung besiegend, das ergötzliche Bild der 73-jährigen Goldschmiedsbraut von uraltem Adel in lebendigen Farben darzustellen wusste. Genug, der König lachte bis ins Innerste hinein und schwur, dass Boyot Despréaux seinen Meister gefunden, weshalb der Scuderie-Gedicht für das Witzigste galt, was jemals geschrieben. Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Hokus Pokus. Abschnitt 4 von Das Fräulein von Scuderie. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Fräulein von Scuderie von E.T.A. Hoffmann. Abschnitt 4. Mehrere Monate waren vergangen, als der Zufall es wollte, dass die Scuderie in der Glaskutsche der Herzogin von Montansier über den Pont Neuf fuhr. Noch war die Erfindung der zierlichen Glaskutschen so neu, dass das neugierige Volk sich zudrängte, wenn ein Fuhrwerk der Art auf den Straßen erschien. So kam es denn auch, dass der gaffende Pöbel auf dem Pont Neuf die Kutsche der Montansier umringte, beinahe den Schritt der Pferde hemmend. Da vernahm die Scuderie plötzlich ein Geschimpfe und Gefluche und gewahrte, wie ein Mensch mit Faustschlägen und Rippenstößen sich Platz machte durch die dickste Masse. Und wie er näher kam, trafen sie die durchbohrenden Blicke eines totenbleichen, gramverstörten Jünglingsantlitzes. Unverwandt schaute der junge Mann sie an, während er mit Ellbogen und Fäusten rüstig vor sich wegarbeitete, bis er an den Schlag des Wagens kam, den er mit stürmender Hastigkeit aufriß, der Scuderie einen Zettel in den Schoß warf und Stöße, Faustschläge austeilend und empfangend, verschwand, wie er gekommen.
Mit einem Schrei des Entsetzens war, sowie der Mensch am Kutschenschlag erschien, die Martiniere, die sich bei der Scuderie befand, entseelt in die Wagenkissen zurückgesunken. Vergebens riss die Scuderie an der Schnur, rief dem Kutscher zu, der, wie vom bösen Geiste getrieben, peitschte auf die Pferde los, die, den Schaum von den Mäulern wegspritzend, um sich schlugen, sich bäumten, endlich in scharfem Trab fortdonnerten über die Brücke. Die Scuderie goss ihr Riechfläschchen über die ohnmächtige Frau aus, die endlich die Augen aufschlug und, zitternd und bebend, sich krampfhaft festklammernd an der Herrschaft, Angst und Entsetzen im bleichen Antlitz, mühsam stöhnte: »Um der heiligen Jungfrau willen, was wollte der fürchterliche Mensch? Ach, er war es ja, er war es, derselbe, der euch in jener schauervollen Nacht das Kästchen brachte.« Die Scuderie beruhigte die Arme, indem sie ihr vorstellte, dass ja durchaus nichts Böses geschehen und dass es nur darauf ankomme, zu wissen, was der Zettel enthalte. Sie schlug das Blättchen auseinander und fand die Worte: »Ein böses Verhängnis, das ihr abwenden könnt, stößt mich in den Abgrund. Ich beschwöre euch, wie der Sohn die Mutter, von der er nicht lassen kann, mit der vollsten Glut kindlicher Liebe, den Halsschmuck und die Armbänder, die ihr durch mich erhieltet, unter irgendeinem Vorwand, um irgendetwas daran zu bessern, ändern zu lassen, zu Meister René Cardillac zu schaffen. Euer Wohl, euer Leben hängt davon ab. Tut ihr es nicht bis übermorgen, so dringe ich in eure Wohnung und ermorde mich vor euren Augen.« »Nun ist es gewiß«, sprach die Scuderie, als sie dies gelesen, »dass, mag der geheimnisvolle Mensch auch wirklich zu der Bande verruchter Diebe und Mörder gehören, er doch gegen mich nichts Böses im Schilde führt. Wäre es ihm gelungen, mich in jener Nacht zu sprechen, wer weiß, welches besondere Ereignis, welch dunkles Verhältnis der Dinge mir klar geworden, von dem ich jetzt auch nur die leiseste Ahnung vergebens in meiner Seele suche. Mag aber auch die Sache sich nun verhalten, wie sie will. Das, was mir in diesem Blatt geboten wird, werde ich tun, und geschähe es auch nur, um den unseligen Schmuck loszuwerden, der mir ein höllischer Talisman des Bösen selbst dünkt. Cardillac wird ihn doch wohl nun, seiner alten Sitte getreu, nicht so leicht wieder aus den Händen geben wollen.« Schon andern Tages gedachte die Scuderie, sich mit dem Schmuck zu dem Goldschmied zu begeben. Doch war es, als hätten alle schönen Geister von ganz Paris sich verabredet, gerade an dem Morgen das Fräulein mit Versen, Schauspielen, Anekdoten zu bestürmen. Kaum hatte La Chapelle die Szene eines Trauerspiels geendet und schlau versichert, dass er nun wohl Racine zu schlagen gedenke, als dieser selbst eintrat und ihn mit irgendeines Königs pathetischer Rede zu Boden schlug, bis Poirot seine Leuchtkugeln in den schwarzen, tragischen Himmel steigen ließ, um nur nicht ewig von der Kolonnade des Louvre schwatzen zu hören, in die ihn der architektische Doktor Perrault hineingeengt. Hoher Mittag war geworden, die Scuderie musste zur Herzogin Montansier, und so blieb der Besuch bei Meister René Cardillac bis zum andern Morgen verschoben. Die Scuderie fühlte sich von einer besonderen Unruhe gepeinigt. Beständig vor Augen stand ihr der Jüngling, und aus dem tiefsten Innern wollte sich eine dunkle Erinnerung aufregen, als habe sie dies Antlitz, diese Züge schon gesehen. Den leisesten Schlummer störten ängstliche Träume. Es war ihr, als habe sie leichtsinnig, ja strafwürdig versäumt, die Hand hilfreich zu erfassen, die der Unglückliche, in den Abgrund versinkend, nach ihr emporgestreckt. Ja, als sei es an ihr gewesen, irgendeinem verderblichen Ereignis, einem heillosen Verbrechen zu steuern. So wie es nur hoher Morgen, ließ sie sich ankleiden und fuhr, mit dem Schmuckkästchen versehen, zu dem Goldschmied hin.
Nach der Straße Nicäes, dorthin, wo Cadillac wohnte, strömte das Volk, sammelte sich vor der Haustüre, schrie, lärmte, tobte, wollte stürmend hinein, mit Mühe abgehalten von der Maréchaussee, die das Haus umstellt. Im wilden, verwirrten Getöse riefen zornige Stimmen: »Zerreißt! Zermalmt den verfluchten Mörder!« Endlich erschien Desgrais mit zahlreicher Mannschaft. Die bildete durch den dicksten Haufen eine Gasse. Die Eingangstür springt auf. Ein Mensch, mit Ketten belastet, wird herausgebracht und unter den gräulichsten Verwünschungen des wütenden Pöbels fortgeschleppt. In dem Augenblick, als die Scuderie, halb entseelt vor Schreck und furchtbarer Ahnung, dies gewahrt, dringt ein gellendes Jammergeschrei ihr in die Ohren. »Vor! Weiter vor!« ruft sie ganz außer sich dem Kutscher zu, der mit einer geschickten, raschen Wendung den dicksten Haufen auseinanderstäubt und dicht vor Cardillacs Haustüre hält. Da sieht die Scuderie Desgrais und zu seinen Füßen ein junges Mädchen, schön wie der Tag, mit aufgelösten Haaren, halb entkleidet, wilde Angst, trostlose Verzweiflung im Antlitz. Die hält seine Knie umschlungen und ruft mit dem Ton des entsetzlichsten, schneidendsten Todesschmerzes: »Er ist ja unschuldig! Er ist unschuldig!« Vergebens sind Desgrais, vergebens seiner Leute Bemühungen, sie loszureißen, sie vom Boden aufzurichten. Ein starker, ungeschlachter Kerl ergreift endlich mit plumpen Fäusten die Arme, zerrt sie mit Gewalt weg von Desgrais, strauchelt ungeschickt, lässt das Mädchen fahren, die hinabschlägt die steinernen Stufen und lautlos, tot, auf der Straße liegen bleibt. Länger kann die Scuderie sich nicht halten. »In Christus Namen, was ist geschehen? Was geht hier vor?« ruft sie, öffnet rasch den Schlag, steigt aus. Ehrerbietig weicht das Volk der würdigen Dame, die, als sie sieht, wie ein paar mitleidige Weiber das Mädchen aufgehoben, auf die Stufen gesetzt haben, ihr die Stirne mit starkem Wasser reiben, sich dem Desgrais nähert und mit Heftigkeit ihre Frage wiederholt. »Es ist das Entsetzliche geschehen«, spricht Desgrais. »René Cardillac wurde heute Morgen durch einen Dolchstich ermordet gefunden. Sein Geselle, Olivier Brusson, ist der Mörder. Eben wurde er fortgeführt ins Gefängnis.« »Und das Mädchen?« ruft die Scuderie. »Ist«, fällt Desgrais ein, »ist Madeleine, Cardillacs Tochter. Der verruchte Mensch war ihr Geliebter. Nun weint und heult sie und schreit einmal übers andere, dass Olivier unschuldig sei, ganz unschuldig. Am Ende weiß sie von der Tat, und ich muss sie auch noch nach der Conciergerie bringen lassen.« Desgrais warf, als er dies sprach, einen tückischen, schadenfrohen Blick auf das Mädchen, vor dem die Scuderie erbebte. Eben begann das Mädchen leise zu atmen, doch keines Lauts, keiner Bewegung mächtig, mit geschlossenen Augen lag sie da, und man wußte nicht, was zu tun, sie ins Haus bringen oder ihr noch länger beistehen bis zum Erwachen. Tief bewegt, Tränen in den Augen, blickte die Scuderie den unschuldsvollen Engel an. Ihr graute vor Desgrais und seinen Gesellen. Da polterte es dumpf die Treppe herab. Man brachte Cardillacs Leichnam. Schnell entschlossen rief die Scuderie laut: »Ich nehme das Mädchen mit mir. Ihr möget für das Übrige sorgen, Desgrais.« Ein dumpfes Murmeln des Beifalls lief durch das Volk. Die Weiber hoben das Mädchen in die Höhe, alles drängte sich hinzu, 100 Hände mühten sich, ihnen beizustehen, und, wie in den Lüften schwebend, wurde das Mädchen in die Kutsche getragen, indem Segnungen der würdigen Dame, die die Unschuld dem Blutgericht entrissen, von allen Lippen strömte. Serrons, des berühmten Arztes in Paris, Bemühungen, gelang es endlich, Madeleine,
die stundenlang in starrer Bewusstlosigkeit gelegen, wieder zu sich selbst zu bringen. Die Scuderie vollendete, was der Arzt begonnen, indem sie manchen milden Hoffnungsstrahl leuchten ließ in des Mädchens Seele, bis ein heftiger Tränenstrom, der ihr aus den Augen stürzte, ihr Luft machte. Sie vermochte, indem nur dann und wann die Übermacht des durchbohrendsten Schmerzes die Worte in tiefem Schluchzen erstickten, zu erzählen, wie sich alles begeben. Um Mitternacht war sie durch leises Klopfen an ihrer Stubentüre geweckt worden und hatte Oliviers Stimme vernommen, der sie beschworen, doch nur gleich aufzustehen, weil der Vater im Sterben liege. Entsetzt sei sie aufgesprungen und habe die Tür geöffnet. Olivier, bleich und entstellt, von Schweiß triefend, sei, das Licht in der Hand, mit schwankenden Schritten nach der Werkstatt gegangen, sie ihm gefolgt. Da habe der Vater gelegen, mit starren Augen und geröchelt im Todeskampf. Jammernd habe sie sich auf ihn gestürzt und nun erst sein blutiges Hemd bemerkt. Olivier habe sie sanft weggezogen und sich dann bemüht, eine Wunde auf der linken Brust des Vaters mit Wundbalsam zu waschen und zu verbinden. Währenddessen sei des Vaters Besinnung zurückgekehrt. Er habe zu röcheln aufgehört und sie, dann aber Olivier mit seelenvollem Blick angeschaut, ihre Hand ergriffen, sie in Oliviers Hand gelegt und beide heftig gedrückt. Beide, Olivier und sie, wären bei dem Lager des Vaters auf die Knie gefallen. Er habe sich mit einem schneidenden Laut in die Höhe gerichtet, sei aber gleich wieder zurückgesunken und mit einem tiefen Seufzer verschieden. Nun hätten sie beide laut gejammert und geklagt. Olivier habe erzählt, wie der Meister auf einem Gange, den er mit ihm auf sein Geheiß in der Nacht habe machen müssen, in seiner Gegenwart ermordet worden, und wie er mit der größten Anstrengung den schweren Mann, den er nicht auf den Tod verwundet gehalten, nach Hause getragen. Sowie der Morgen angebrochen, wären die Hausleute, denen das Gepolter, das laute Weinen und Jammern in der Nacht aufgefallen, heraufgekommen und hätten sie noch ganz trostlos bei der Leiche des Vaters kniend gefunden. Nun sei Lärm entstanden, die Maréchaussee eingedrungen und Olivier als Mörder seines Meisters ins Gefängnis geschleppt worden. Madeleine fügte nun die rührendste Schilderung von der Tugend, der Frömmigkeit, der Treue ihres geliebten Olivier hinzu, wie er den Meister, als sei er sein eigener Vater, hoch in Ehren gehalten, wie dieser seine Liebe mit vollem Maß erwidert, wie er ihn trotz seiner Armut zum Eidam erkoren, weil seine Geschicklichkeit, seiner Treue, seinem edlen Gemüt gleichgekommen. Das alles erzählte Madeleine aus dem innersten Herzen heraus und schloss damit, dass, wenn Olivier in ihrem Beisein dem Vater den Dolch in die Brust gestoßen hätte, sie dies eher für ein Blendwerk des Satans gehalten, als daran glauben würde, dass Olivier eines solchen entsetzlichen, grauenvollen Verbrechens fähig sein könnte. Die Scuderie, von Madeleines endlosem Leiden auf das tiefste gerührt und ganz geneigt, den armen Olivier für unschuldig zu halten, zog Erkundigungen ein und fand alles bestätigt, was Madeleine über das häusliche Verhältnis des Meisters mit seinem Gesellen erzählt hatte. Die Hausleute, die Nachbarn rühmten einstimmig den Olivier als das Muster eines sittigen, frommen, treuen, fleißigen Betragens. Niemand wußte Böses von ihm, und doch war von der grässlichen Tat die Rede, zuckte jeder die Achseln und meinte, darin liege etwas Unbegreifliches. Olivier, vor die Chambre Ardente gestellt, leugnete, wie die Scuderie vernahm, mit der größten Standhaftigkeit, mit dem hellsten Freimut die ihm angeschuldigte Tat, und behauptete,
daß sein Meister in seiner Gegenwart auf der Straße angefallen und niedergestoßen worden, daß er ihn aber noch lebendig nach Hause geschleppt, wo er sehr bald verschieden sei. Auch dies stimmte also mit Madelons Erzählung überein. Immer und immer wieder ließ sich die Scuderie die kleinsten Umstände des schrecklichen Ereignisses wiederholen. Sie forschte genau, ob jemals ein Streit zwischen Meister und Geselle vorgefallen, ob vielleicht Olivier nicht ganz frei von jenem Jähzorn sei, der oft wie ein wilder Wahnsinn die gutmütigsten Menschen überfällt und zu Taten verleitet, die alle Willkür des Handelns auszuschließen scheinen. Doch je begeisterter Madelon von dem ruhigen häuslichen Glück sprach, in dem die drei Menschen in innigster Liebe verbunden lebten, desto mehr verschwand jeder Schatten des Verdachts wider den auf den Tod angeklagten Olivier. Genau alles prüfend, davon ausgehend, dass Olivier, unerachtet alles dessen, was laut für seine Unschuld spräche, dennoch Cardillacs Mörder gewesen, fand die Scuderie im Reich der Möglichkeit keinen Beweggrund zu der entsetzlichen Tat, die in jedem Fall Oliviers Glück zerstören musste. Er ist arm, aber geschickt. Es gelingt ihm, die Zuneigung des berühmtesten Meisters zu gewinnen. Er liebt die Tochter. Der Meister begünstigt seine Liebe. Glück, Wohlstand für sein ganzes Leben wird ihm erschlossen. Sei es aber nun, dass, Gott weiß, auf welche Weise gereizt, Olivier vom Zorn übermannt, seinen Wohltäter, seinen Vater mörderisch anfiel, welch teuflische Heuchelei gehört dazu, nach der Tat sich so zu betragen, als es wirklich geschah. Mit der festen Überzeugung von Oliviers Unschuld fasste die Scuderie den Entschluss, den unschuldigen Jüngling zu retten, koste es, was es wolle. Es schien ihr, ehe sie die Huld des Königs selbst vielleicht anrufe, am geratensten, sich an den Präsidenten Larigny zu wenden, ihn auf alle Umstände, die für Oliviers Unschuld sprechen müssten, aufmerksam zu machen und so vielleicht in des Präsidenten Seele eine innere, dem Angeklagten günstige Überzeugung zu erwecken, die sich wohltätig den Richtern mitteilen sollte. Ende von Abschnitt 4. Gelesen von Hokus Pokus. Abschnitt 5 von Das Fräulein von Scuderi. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Fräulein von Scuderi von E.T.A. Hoffmann. Abschnitt 5. Larigny empfing die Scuderi mit der hohen Achtung, auf die die würdige Dame, von dem Könige selbst hochgeehrt, gerechten Anspruch machen konnte. Er hörte ruhig alles an, was sie über die entsetzliche Tat, über Oliviers Verhältnisse, über seinen Charakter vorbrachte. Ein feines, beinahe hämisches Lächeln war indessen alles, womit er bewies, dass die Beteuerungen, die von häufigen Tränen begleiteten Ermahnungen, wie jeder Richter nicht der Feind des Angeklagten sein, sondern auch auf alles achten müsse, was zu seinen Gunsten spräche, nicht an gänzlich tauben Ohren vorüberglitten. Als das Fräulein, nun endlich ganz erschöpft, die Tränen von den Augen wegtrocknend schwieg, fing Larigny an. »Es ist ganz eures vortrefflichen Herzens würdig, mein Fräulein, dass ihr, gerührt von den Tränen eines jungen, verliebten Mädchens, alles glaubt, was sie vorbringt, ja, dass ihr nicht fähig seid, den Gedanken einer entsetzlichen Untat zu fassen, aber anders ist es mit dem Richter, der gewohnt ist, frecher Heuchelei die Larve abzureißen. Wohl mag es nicht meines Amtes sein, jedem, der mich frägt, den Gang eines Kriminalprozesses zu entwickeln. Fräulein, ich tue meine Pflicht. Wenig bekümmert mich das Urteil der Welt. Zittern sollen die Bösewichter vor der Chambre Ardente, die keine Strafe kennt als Blut und Feuer.
Aber vor euch, mein würdiges Fräulein, möchte ich nicht für ein Ungeheuer gehalten werden an Härte und Grausamkeit. Darum vergönnt mir, dass ich euch mit wenigen Worten die Blutschuld des jungen Bösewichts, der, dem Himmel sei es gedankt, der Rache verfallen ist, klar vor Augen lege. Euer scharfsinniger Geist wird dann selbst die Gutmütigkeit verschmähen, die euch Ehre macht, mir aber nicht anstehen würde. Also, am Morgen wird René Cardillac durch einen Dolchstoß ermordet gefunden. Niemand ist bei ihm als sein Geselle Olivier Brusson und die Tochter. In Oliviers Kammer, unter anderem, findet man einen Dolch mit frischem Blute gefärbt, der genau in die Wunde passt. Cardillac ist, spricht Olivier, in der Nacht vor meinen Augen niedergestoßen worden. Man wollte ihn berauben? Das weiß ich nicht. Du gingst mit ihm, und es war dir nicht möglich, dem Mörder zu wehren, ihn festzuhalten, um Hilfe zu rufen? 15, wohl 20 Schritte vor mir ging der Meister. Ich folgte ihm. Warum in aller Welt so entfernt? Der Meister wollte es so. Was hatte überhaupt Meister Cardillac so spät auf der Straße zu tun? Das kann ich nicht sagen. Sonst ist er aber doch niemals nach 9 Uhr abends aus dem Hause gekommen. Hier stockt Olivier. Er ist bestürzt, er seufzt, er vergießt Tränen, er beteuert bei allem, was heilig, dass Cardillac wirklich in jener Nacht ausgegangen sei und seinen Tod gefunden habe. Nun merkt aber wohl auf, mein Fräulein. Erwiesen ist es, bis zur vollkommensten Gewissheit, dass Cardillac in jener Nacht das Haus nicht verließ. Mithin ist Oliviers Behauptung, er sei mit ihm wirklich ausgegangen, eine freche Lüge. Die Haustüre ist mit einem schweren Schloss versehen, welches bei dem Auf- und Zuschließen ein durchdringendes Geräusch macht. Dann aber bewegt sich der Türflügel widrig knarrend und heulend in den Angeln, so daß, wie es angestellte Versuche bewährt haben, selbst im obersten Stock des Hauses das Getöse widerhallt. Nun wohnt in dem untersten Stock, also dicht neben der Haustüre, der alte Meister Claude Patru mit seiner Aufwärterin, einer Person von beinahe 80 Jahren, aber noch munter und rührig. Diese beiden Personen hörten, wie Cardillac nach seiner gewöhnlichen Weise an jenem Abend punkt 9 Uhr die Treppe hinabkam, die Tür mit vielem Geräusch verschloß und verrammelte, wieder hinaufstieg, den Abendsegen laut las und dann, wie man es an dem Zuschlagen der Türe vernehmen konnte, in sein Schlafzimmer ging. Meister Claude leidet an Schlaflosigkeit, wie es alten Leuten wohl zu gehen pflegt. Auch in jener Nacht konnte er kein Auge zutun. Die Aufwärterin schlug daher, es mochte 9:30 Uhr sein, in der Küche, in die sie, über den Hausflur gehend, gelangte, Licht an und setzte sich zu Meister Claude an den Tisch mit einer alten Chronik, in der sie las, während der Alte, seinen Gedanken nachhängend, bald sich in den Lehnstuhl setzte, bald wieder aufstand und, um Müdigkeit und Schlaf zu gewinnen, im Zimmer leise und langsam auf- und abschritt. Es blieb alles still und ruhig bis nach Mitternacht. Da hörte sie über sich scharfe Tritte, einen harten Fall, als stürzte eine schwere Last zu Boden, und gleich darauf ein dumpfes Stöhnen. In beide kam eine seltsame Angst und Beklommenheit. Die Schauer der entsetzlichen Tat, die eben begangen, gingen bei ihnen vorüber. Mit dem hellen Morgen trat dann ans Licht, was in der Finsternis begonnen. »Aber«, fiel die Scuderie ein, »aber um aller Heiligen Willen,
könnt ihr bei allen Umständen, die ich erst weitläufig erzählte, euch denn irgendeinen Anlass zu dieser Tat der Hölle denken?« erwiderte Larenji, »Cardillac war nicht arm, im Besitz vortrefflicher Steine.« »Bekam«, fuhr die Scuderie fort, »bekam denn nicht alles die Tochter? Ihr vergesst, dass Olivier Cardillacs Schwiegersohn werden sollte.« »Er musste vielleicht teilen, oder gar nur für andere morden«, sprach Larenji. »Teilen? Für andere morden?« fragte die Scuderie in vollem Erstaunen. »Wisst«, fuhr der Präsident fort, »wisst, mein Fräulein, dass Olivier schon längst geblutet hätte auf dem Gräfplatz, stünde seine Tat nicht in Beziehung mit dem dicht verschleierten Geheimnis, das bisher so drohlich über ganz Paris waltete. Olivier gehört offenbar zu jener verruchten Bande, die alle Aufmerksamkeit, alle Mühe, alles Forschen der Gerichtshöfe verspottend, ihre Streiche sicher und ungestraft zu führen wusste. Durch ihn wird, muss alles klar werden. Die Wunde Cardillacs ist denen ganz ähnlich, die alle auf der Straße, in den Häusern Ermordete und Beraubte trugen. Dann aber das Entscheidendste. Seit der Zeit, dass Olivier Brusson verhaftet ist, haben alle Mordtaten, alle Beraubungen aufgehört. Sicher sind die Straßen zur Nachtzeit wie am Tage. Beweis genug, dass Olivier vielleicht an der Spitze jener Mordbande stand. Noch will er nicht bekennen, aber es gibt Mittel, ihn sprechen zu machen, wider seinen Willen.« »Und Madelon«, rief die Scuderie, »und Madelon, die treue, unschuldige Taube?« »Ei«, sprach Larenji mit giftigem Lächeln, »ei, wer steht mir dafür, dass sie nicht mit im Komplott ist? Was ist ihr an dem Vater gelegen? Nur dem Mordbuben gelten ihre Tränen.« »Was sagt ihr?« schrie die Scuderie. »Es ist nicht möglich. Den Vater, dieses Mädchen.« »Oh«, fuhr Larenji fort, »oh, denkt doch nur an die Brinvilliers. Ihr möget es mir verzeihen, wenn ich mich vielleicht bald genötigt sehe, euch euren Schützling zu entreißen und in die Conciergerie werfen zu lassen.« Der Scuderie ging ein Grausen an bei diesem entsetzlichen Verdacht. Es war ihr, als könne vor diesem schrecklichen Manne keine Treue, keine Tugend bestehen, als spähe er in den tiefsten, geheimsten Gedanken Mord und Blutschuld. Sie stand auf. »Seid menschlich«, das war alles, was sie beklommen, mühsam atmend hervorbringen konnte. Schon im Begriff, die Treppe hinabzusteigen, bis zu der der Präsident sie mit zeremoniöser Artigkeit begleitet hatte, kam ihr, selbst wusste sie nicht wie, ein seltsamer Gedanke. »Wird es mir wohl erlaubt sein, den unglücklichen Olivier Brusson zu sehen?« So fragte sie den Präsidenten, sich rasch umwendend. Dieser schaute sie mit bedenklicher Miene an. Dann verzog sich sein Gesicht in jenes widrige Lächeln, das ihm eigen. »Gewiß«, sprach er, »gewiß wollt ihr nun, mein würdiges Fräulein, eurem Gefühl, der innern Stimme mehr vertrauen als dem, was vor euren Augen geschehen, selbst Oliviers Schuld oder Unschuld prüfen. Scheut ihr nicht den düstern Aufenthalt des Verbrechens? Ist es euch nicht gehässig, die Bilder der Verworfenheit in allen Abstufungen zu sehen? So sollen für euch in 2 Stunden die Tore der Conciergerie offen sein. Man wird euch diesen Olivier, dessen Schicksal eure Teilnahme erregt, vorstellen.« In der Tat konnte sich die Scuderie von der Schuld jenes jungen Menschen nicht überzeugen. Alles sprach wider ihn, ja, kein Richter in der Welt hätte anders gehandelt wie Larenji bei solch entschiedenen Tatsachen.
aber das Bild häuslichen Glücks, wie es Madeleine mit den lebendigsten Zügen der Scuderie vor Augen gestellt, überstrahlte jeden bösen Verdacht. Und so mochte sie lieber ein unerklärliches Geheimnis annehmen, als daran glauben, wogegen ihr ganzes Inneres sich empörte. Sie gedachte, sich von Olivier noch einmal alles, wie es sich in jener verhängnisvollen Nacht begeben, erzählen zu lassen und so viel möglich in ein Geheimnis zu dringen, das vielleicht den Richtern verschlossen geblieben, weil es wertlos schien, sich weiter darum zu bekümmern. In der Conciergerie angekommen, führte man die Scuderie in ein großes, helles Gemach. Nicht lange darauf vernahm sie Kettengerassel. Olivier Brusson wurde gebracht. Doch sowie er in die Türe trat, sank auch die Scuderie ohnmächtig nieder. Als sie sich erholt hatte, war Olivier verschwunden. Sie verlangte mit Heftigkeit, dass man sie nach dem Wagen bringe. Fort, augenblicklich fort, wollte sie aus den Gemächern der frevelnden Verruchtheit. Ach, auf den ersten Blick hatte sie in Olivier Brusson den jungen Menschen erkannt, der auf dem Pont Neuf jenes Blatt ihr in den Wagen geworfen, der ihr das Kästchen mit den Juwelen gebracht hatte. Nun war jeder Zweifel gehoben, Larignys schreckliche Vermutung ganz bestätigt. Olivier Brusson gehörte zu der fürchterlichen Mordbande. Gewiss ermordete er auch den Meister. Und Madeleine? So bitter noch nie im innern Gefühl getäuscht, auf den Tod angepackt von der höllischen Macht auf Erden, an deren Dasein sie nicht geglaubt, zweifelte die Scuderie an aller Wahrheit. Sie gab Raum dem entsetzlichen Verdacht, dass Madeleine mit verschworen sei und teilhaben könne an der grässlichen Blutschuld. Wie es denn geschieht, dass der menschliche Geist, ist ihm ein Bild aufgegangen, emsig Farben sucht und findet, es greller und greller auszumalen, so fand auch die Scuderie, jeden Umstand der Tat, Madeleines Betragen in den kleinsten Zügen erwägend, gar vieles, jenen Verdacht zu nähren. So wurde manches, was ihr bisher als Beweis der Unschuld und Reinheit gegolten, sicheres Merkmal frevlerischer Bosheit, studierter Heuchelei. Jener herzzerreißende Jammer, die blutigen Tränen konnten wohl erpresst sein von der Todesangst, nicht den Geliebten bluten zu sehen, nein, selbst zu fallen unter der Hand des Henkers. Gleich sich die Schlange, die sie am Busen nähre, vom Halse zu schaffen, mit diesem Entschluss stieg die Scuderie aus dem Wagen. In ihr Gemach eingetreten, warf Madeleine sich ihr zu Füßen. Die Himmelsaugen, ein Engel Gottes, hatte sie nicht treuer zu ihr emporgerichtet, die Hände vor der wallenden Brust zusammengefaltet, jammerte und flehte sie laut um Hilfe und Trost. Die Scuderie, sich mühsam zusammenfassend, sprach, indem sie dem Ton ihrer Stimme so viel Ernst und Ruhe zu geben suchte, als ihr möglich, »Geh, geh, tröste dich nur über den Mörder, den die gerechte Strafe seiner Schandtat erwartet. Die heilige Jungfrau möge verhüten, dass nicht auf dir selbst eine Blutschuld schwer laste. Ach, nun ist alles verloren!« Mit diesem geltenden Aufschrei stürzte Madeleine ohnmächtig zu Boden. Die Scuderie überließ die Sorge um das Mädchen der Martinière und entfernte sich in ein anderes Gemach. Ganz zerrissen im Innern, entzweit mit allem Irdischen, wünschte die Scuderie, nicht mehr in aller Welt voll höllischen Truges zu leben. Sie klagte das Verhängnis an, das in bitterm Hohn ihr so viele Jahre vergönnt, ihren Glauben an Tugend und Treue zu stärken, und nun in ihrem Alter das schöne Bild vernichte,
welches ihr im Leben geleuchtet. Sie vernahm, wie die Martinière Madeleine fortbrachte, die leise seufzte und jammerte. »Ach, auch sie haben die Grausamen betört. Ich Elende, armer, unglücklicher Olivier!« Die Töne drangen der Scuderie ins Herz, und aufs Neue regte sich aus dem tiefsten Innern heraus die Ahnung eines Geheimnisses, der Glaube an Oliviers Unschuld. Bedrängt von den widersprechendsten Gefühlen, ganz außer sich, rief die Scuderie: »Welcher Geist der Hölle hat mich in die entsetzliche Geschichte verwickelt, die mir das Leben kosten wird?« In dem Augenblick trat Baptist hinein, bleich und erschrocken, mit der Nachricht, dass der Grä draußen sei. Seit dem abscheulichen Prozess der La Voisin war der Grä's Erscheinen in einem Hause der gewisse Vorbote irgendeiner peinlichen Anklage. Daher kam Baptists Schreck. Deshalb fragte ihn das Fräulein mit mildem Lächeln: »Was ist dir, Baptist? Nicht wahr? Der Name Scudery fand sich auf der Liste der La Voisin.« »Ach, um Christus willen«, erwiderte Baptist, am ganzen Leibe zitternd, »wie mögt ihr nur so etwas aussprechen? Aber der Grä, der entsetzliche der Grä, tut so geheimnisvoll, so dringend, er scheint es gar nicht erwarten zu können, euch zu sehen.« »Nun«, sprach die Scudery, »nun, Baptist, so führt ihn nur gleich herein, den Menschen, der euch so fürchterlich ist und der mir wenigstens keine Besorgnis erregen kann.« »Der Präsident«, sprach der Grä, als er ins Gemach getreten, »der Präsident La Reynie schickt mich zu euch, mein Fräulein, mit einer Bitte, auf deren Erfüllung er gar nicht hoffen würde, kennte er nicht eure Tugend, euren Mut, läge nicht das letzte Mittel, eine böse Blutschuld an den Tag zu bringen, in euren Händen, hättet ihr nicht selbst schon teilgenommen an dem bösen Prozess, der die Chambre Ardente uns alle in Atem hält. Olivier Brusson, seitdem er euch gesehen, ist halb rasend. So sehr er schon zum Bekenntnis sich zu neigen schien, so schwört er doch jetzt aufs Neue bei Christus und allen Heiligen, dass er an dem Morde Cardillacs ganz unschuldig sei, wiewohl er den Tod gern leiden wolle, den er verdient habe. Bemerkt, mein Fräulein, dass der letzte Zusatz offenbar auf andere Verbrechen deutet, die auf ihm lasten. Doch vergebens ist alle Mühe, nur ein Wort weiter herauszubringen. Selbst die Drohung mit der Tortur hat nichts gefruchtet. Er fleht, er beschwört uns, ihm eine Unterredung mit euch zu verschaffen, euch nur, euch allein will er alles gestehen. Lasst euch herab, mein Fräulein, Brissons Bekenntnis zu hören.« »Wie«, rief die Scuderie ganz entrüstet, »soll ich dem Blutgericht zum Organ dienen, soll ich das Vertrauen des unglücklichen Menschen missbrauchen, ihn aufs Blutgerüst zu bringen? Nein, der Grä, mag Brusson auch ein verruchter Mörder sein, nie wäre es mir doch möglich, ihn so spitzbübisch zu hintergehen. Nichts mag ich von seinen Geheimnissen erfahren, die wie eine heilige Beichte in meiner Brust verschlossen bleiben würden.« »Vielleicht«, versetzte der Grä mit einem feinen Lächeln, »vielleicht, mein Fräulein, ändert sich eure Gesinnung, wenn ihr Brusson gehört habt. Batet ihr den Präsidenten nicht selbst, er sollte menschlich sein? Er tut es, indem er dem törichten Verlangen Brissons nachgibt und so das letzte Mittel versucht, ehe er die Tortur verhängt, zu der Brusson längst reif ist.« Die Scuderie schrak unwillkürlich zusammen. »Seht«, fuhr der Grä fort, »seht, würdige Dame, man wird euch keineswegs zumuten, noch einmal in jene finsteren Gemächer zu treten, die euch mit Grausen und Abscheu erfüllen. In der Stille der Nacht, ohne alles Aufsehen, bringt man Olivier Brusson wie einen freien Menschen zu euch in euer Haus.
nicht einmal belauscht, noch wohl bewacht, mag er euch dann zwanglos alles bekennen. Dass ihr für euch selbst nichts von dem Elenden zu befürchten habt, dafür stehe ich euch mit meinem Leben ein. Er spricht von euch mit inbrünstiger Verehrung. Er schwört, dass nur das düstere Verhängnis, welches ihm verwehrt habe, euch früher zu sehen, ihn in den Tod gestürzt. Und dann steht es ja bei euch, von dem, was euch Brisson entdeckt, so viel zu sagen, als euch beliebt. Kann man euch zu mehrerem zwingen? Die Scuderie sah tiefsinnend vor sich nieder. Es war ihr, als müsse sie der höheren Macht gehorchen, die den Aufschluss irgendeines entsetzlichen Geheimnisses von ihr verlange, als könne sie sich nicht mehr den wunderbaren Verschlingungen entziehen, in die sie willenlos geraten. Plötzlich entschlossen, sprach sie mit Würde: »Gott wird mir Fassung und Standhaftigkeit geben. Führt den Brisson her. Ich will ihn sprechen.« Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Hokus Pokus. Abschnitt 6 von Das Fräulein von Scudery. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Fräulein von Scudery von E.T.A. Hoffmann. Abschnitt 6. Wie damals, als Brisson das Kästchen brachte, wurde um Mitternacht an die Haustüre der Scuderie gepocht. Baptist, von dem nächtlichen Besuch unterrichtet, öffnete. Eiskalte Schauer überliefen die Scuderie, als sie an den leisen Tritten, an dem dumpfen Gemurmel wahrnahm, dass die Wächter, die den Brisson gebracht, sich in den Gängen des Hauses verteilten. Endlich ging leise die Tür des Gemachs auf. Der Grä trat herein, hinter ihm Olivier Brisson, fesselfrei, in anständigen Kleidern. »Hier ist«, sprach der Grä, sich ehrerbietig verneigend, »hier ist Brisson, mein liebes Fräulein«, und verließ das Zimmer. Brisson sank vor der Scuderie nieder auf die Knie, flehend erhob er die gefalteten Hände, indem häufige Tränen ihm aus den Augen rannen. Die Scuderie schaute, erblaßt, keines Wortes mächtig auf ihn herab. Selbst bei den entstellten, ja durch Gram, durch grimmen Schmerz verzerrten Zügen, strahlte der reine Ausdruck des treuen Gemüts aus dem Jünglingsantlitz. Je länger die Scuderie ihre Augen auf Brissons Gesicht ruhen ließ, desto lebhafter trat die Erinnerung an irgendeine geliebte Person hervor, auf die sie sich nur nicht deutlich zu besinnen vermochte. Alle Schauer wichen von ihr, sie vergaß, dass Cardillacs Mörder vor ihr kniee, sie sprach mit dem anmutigen Tone des ruhigen Wohlwollens, der ihr eigen: »Nun, Brisson, was habt ihr mir zu sagen?« Dieser, noch immer kniend, seufzte auf vor tiefer, inbrünstiger Wehmut und sprach dann: »O mein würdiges, mein hochverehrtes Fräulein, ist denn jede Spur der Erinnerung an mich verflogen?« Die Scuderie, ihn noch aufmerksamer betrachtend, erwiderte, dass sie allerdings in seinen Zügen die Ähnlichkeit mit einer von ihr geliebten Person gefunden und dass er nur dieser Ähnlichkeit es verdanke, wenn sie den tiefen Abscheu vor dem Mörder überwinde und ihn ruhig anhöre. Brisson, schwer verletzt durch diese Worte, erhob sich schnell und trat, den finstern Blick zu Boden gesenkt, einen Schritt zurück. Dann sprach er mit dumpfer Stimme: »Habt ihr denn Anguillot ganz vergessen? Ihr Sohn Olivier, der Knabe, den ihr oft auf euren Knien schaukeltet, ist es, der vor euch steht.« »Um aller heiligen Willen«, rief die Scuderie, indem sie mit beiden Händen das Gesicht bedeckend in die Polster zurücksank. Das Fräulein hatte wohl Ursache genug, sich auf diese Weise zu entsetzen. Anne Guyot, die Tochter eines verarmten Bürgers,
war von klein auf bei der Scuderie, die sie, wie die Mutter das liebe Kind, erzog mit aller Treue und Sorgfalt. Als sie nun herangewachsen, fand sich ein hübscher, sittiger Jüngling, Claude Brusson geheißen, ein, der um das Mädchen warb. Da er nun ein grundgeschickter Uhrmacher war, der sein reichliches Brot in Paris finden musste, an ihn auch herzlich liebgewonnen hatte, so trug die Scuderie gar keine Bedenken, in die Heirat ihrer Pflegetochter einzuwilligen. Die jungen Leute richteten sich ein, lebten in stiller, glücklicher Häuslichkeit, und was den Liebesbund noch fester knüpfte, war die Geburt eines wunderschönen Knabens, der holden Mutter treues Ebenbild. Einen Abgott machte die Scuderie aus dem kleinen Olivier, den sie Stunden, tagelang der Mutter entriss, um ihn zu liebkosen, zu hätscheln. Daher kam es, dass der Junge sich ganz an sie gewöhnte und ebenso gern bei ihr war als bei der Mutter. 3 Jahre waren vorüber, als der Brotneid der Kunstgenossen Brussons es dahin brachte, dass seine Arbeit mit jedem Tag abnahm, so daß er zuletzt kaum sich kümmerlich ernähren konnte. Dazu kam die Sehnsucht nach seinem schönen heimatlichen Genf, und so geschah es, daß die kleine Familie dorthin zog, des Widerstrebens der Scuderie, die alle nur mögliche Unterstützung versprach, unerachtet. Noch ein paar Mal schrieb Anne ihrer Pflegemutter, dann schwieg sie, und diese mußte glauben, daß das glückliche Leben in Brussons Heimat das Andenken an die früher verlebten Tage nicht mehr aufkommen lasse. Es waren jetzt gerade 23 Jahre her, als Brusson mit seinem Weibe und Kinde Paris verlassen und nach Genf gezogen. »O, entsetzlich!« rief die Scuderie, als sie sich einigermaßen wieder erholt hatte. »O, entsetzlich! Olivier, bist du der Sohn meiner Anne? Und jetzt?« »Wohl«, versetzte Olivier ruhig und gefasst, »wohl, mein würdiges Fräulein, hättet ihr nimmermehr ahnen können, dass der Knabe, den ihr wie die zärtlichste Mutter hätscheltet, dem ihr, auf eurem Schoß ihn schaukelnd, Näscherei auf Näscherei in den Mund stecktet, dem ihr die süßesten Namen gabt, zum Jüngling gereift, der einst vor euch stehen würde, grässlicher Blutschuld angeklagt. Ich bin nicht vorwurfsfrei. Die Chambre Ardente kann mich mit Recht eines Verbrechens zeihen, aber, so wahr ich selig zu sterben hoffe, sei es auch durch des Henkers Hand, rein bin ich von jeder Blutschuld, nicht durch mich, nicht durch mein Verschulden fiel der unglückliche Kardillac.« Olivier geriet bei diesen Worten in ein Zittern und Schwanken. Stillschweigend wies die Scuderie auf einen kleinen Sessel, der Olivier zur Seite stand. Er ließ sich langsam nieder. »Ich hatte Zeit genug«, fing er an, »mich auf die Unterredung mit euch, die ich als die letzte Gunst des versöhnten Himmels betrachte, vorzubereiten und so viel Ruhe und Fassung zu gewinnen, als nötig, euch die Geschichte meines entsetzlichen, unerhörten Missgeschicks zu erzählen. Er zeigt mir die Barmherzigkeit, mich ruhig anzuhören, so sehr euch auch die Entdeckung eines Geheimnisses, das ihr gewiß nicht ahnet, überraschen, ja mit Grausen erfüllen mag. Hätte mein armer Vater Paris doch niemals verlassen. Soweit meine Erinnerung an Genf reicht, finde ich mich wieder von den trostlosen Eltern mit Tränen benetzt, von ihren Klagen, die ich nicht verstand, selbst zu Tränen gebracht. Später kam mir das deutliche Gefühl, das volle Bewusstsein des drückendsten Mangels, des tiefen Elends, in dem meine Eltern lebten. Mein Vater fand sich in allen seinen Hoffnungen getäuscht. Von tiefem Gram niedergebeugt, erdrückt, starb er in dem Augenblick, als es ihm gelungen war, mich bei einem Goldschmied als Lehrjunge unterzubringen. Meine Mutter sprach viel von euch. Sie wollte euch alles klagen, aber dann überfiel sie die Mutlosigkeit, welche vom Elend erzeugt wird. Das und auch wohl falsche Scham,
die oft an dem todwunden Gemüte nagt, hielt sie von ihrem Entschluss zurück. Wenige Monate nach dem Tod meines Vaters folgte ihm meine Mutter ins Grab. »Arme Ann, arme Ann«, rief die Scuderie, von Schmerz überwältigt. »Dank und Preis der ewigen Macht des Himmels, dass sie hinüber ist, und nicht fallen sie den geliebten Sohn unter der Hand des Henkers, mit Schande gebrandmarkt.« So schrie Olivier laut auf, indem er einen wilden, entsetzlichen Blick in die Höhe warf. Es wurde draußen unruhig. Man ging hin und her. »Hoho«, sprach Olivier mit einem bittern Lächeln, »der Grä weckt seine Spießgesellen, als ob ich hier entfliehen könnte. Doch weiter. Ich wurde von meinem Meister hart gehalten, unerachtet ich bald am besten arbeitete, ja wohl endlich den Meister weit übertraf. Es begab sich, dass einst ein Fremder in unsere Werkstatt kam, um einiges Geschmeide zu kaufen. Als der nun einen schönen Halsschmuck sah, den ich gearbeitet, klopfte er mir mit freundlicher Miene auf die Schultern, indem er, den Schmuck beäugelnd, sprach: »Ei, ei, mein junger Freund, das ist ja ganz vortreffliche Arbeit. Ich wüsste in der Tat nicht, wer euch noch anders übertreffen sollte als René Cardillac, der freilich der erste Goldschmied ist, den es auf der Welt gibt. Zu dem solltet ihr hingehen. Mit Freuden nimmt er euch in seine Werkstatt, denn nur ihr könnt ihm beistehen in seiner kunstvollen Arbeit, und nur von ihm allein könnt ihr dagegen noch lernen.« Die Worte des Fremden waren tief in meine Seele gefallen. Ich hatte keine Ruhe mehr in Genf. Mich zog es fort mit Gewalt. Endlich gelang es mir, mich von meinem Meister loszumachen. Ich kam nach Paris. René Cardillac empfing mich kalt und barsch. Ich ließ nicht nach. Er musste mir Arbeit geben, so geringfügig sie auch sein mochte. Ich sollte einen kleinen Ring fertigen. Als ich ihm die Arbeit brachte, sah er mich starr an mit seinen funkelnden Augen, als wollte er hineinschauen in mein Innerstes. Dann sprach er: »Du bist ein tüchtiger, wackerer Geselle. Du kannst zu mir ziehen und mir helfen in der Werkstatt. Ich zahle dir gut. Du wirst mit mir zufrieden sein.« Cardillac hielt Wort. Schon mehrere Wochen war ich bei ihm, ohne Madelon gesehen zu haben, die, irr ich nicht, auf dem Lande bei irgendeiner Muhme Cardillacs damals sich aufhielt. Endlich kam sie. »O du ewige Macht des Himmels! Wie geschah mir, als ich das Engelsbild sah? Hat je ein Mensch so geliebt als ich? Und nun, o Madelon!« Olivier konnte vor Wehmut nicht weiter sprechen. Er hielt beide Hände vors Gesicht und schluchzte heftig. Endlich, mit Gewalt den wilden Schmerz, der ihn erfasst, niederkämpfend, sprach er weiter. Madelon blickte mich an mit freundlichen Augen. Sie kam öfter und öfter in die Werkstatt. Mit Entzücken gewahrte ich ihre Liebe. So streng der Vater uns bewachte, mancher verstohlene Händedruck galt als Zeichen des geschlossenen Bundes. Cardillac schien nichts zu merken. Ich gedachte, hätte ich erst seine Gunst gewonnen und konnte ich die Meisterschaft erlangen, um Madelon zu werben. Eines Morgens, als ich meine Arbeit beginnen wollte, trat Cardillac vor mich hin, Zorn und Verachtung im finstern Blick. »Ich bedarf deiner Arbeit nicht mehr«, fing er an, »fort aus dem Hause, noch zu dieser Stund, und lass dich nie mehr vor meinen Augen sehen. Warum ich dich hier nicht mehr dulden kann, brauche ich dir nicht zu sagen. Für dich, armen Schlucker, hängt die süße Frucht zu hoch, nach der du trachtest.« Ich wollte reden. Er packte mich aber mit starker Faust und warf mich zur Türe hinaus, daß ich niederstürzte und mich hart verwundete an Kopf und Arm. Empört, zerrissen von innerm Schmerz, verließ ich das Haus und fand endlich am äußersten Ende der Vorstadt Saint-Martin einen gutmütigen Bekannten,
der mich aufnahm in seine Bodenkammer. Ich hatte keine Ruhe, keine Rast. Zur Nachtzeit umschlich ich Cardillacs Haus, wähnend, dass Madelon meine Seufzer, meine Klage vernehmen, dass es ihr vielleicht gelingen werde, mich vom Fenster herab unbelauscht zu sprechen. Allerlei verwogene Pläne kreuzten in meinem Gehirn, zu deren Ausführung ich sie zu bereden hoffte. An Cardillacs Haus in der Straße Nicaise schließt sich eine hohe Mauer mit Blenden und alten, halb zerstückelten Steinbildern darin. Dicht bei einem solchen Steinbilde stehe ich in einer Nacht und sehe hinauf nach den Fenstern des Hauses, die in den Hof gehen, den die Mauer einschließt. Da gewahre ich plötzlich Licht in Cardillacs Werkstatt. Es ist Mitternacht. Nie war sonst Cardillac zu dieser Stunde wach. Er pflegte sich, auf den Schlag 9 Uhr zur Ruhe zu begeben. Mir pochte das Herz wild vor banger Ahnung. Ich denke an irgendein Ereignis, das mir vielleicht den Eingang bahnt. Doch gleich verschwindet das Licht wieder. Ich drücke mich an das Steinbild, in die Blende hinein, doch entsetzt pralle ich zurück, als ich einen Gegendruck fühle, als sei das Bild lebendig geworden. In dem dämmernden Schimmer der Nacht gewahre ich nun, dass der Stein sich langsam dreht und hinter demselben eine finstere Gestalt hervorschlüpft, die leisen Tritts die Straße hinabgeht. Ich springe an das Steinbild hinan. Es steht wie zuvor dicht an der Mauer. Unwillkürlich, wie von einer innern Macht getrieben, schleiche ich hinter der Gestalt her. Gerade bei einem Marienbilde schaut die Gestalt sich um. Der volle Schein der hellen Lampe, die vor dem Bilde brennt, fällt auf ihr Antlitz. Es ist Cardillac! Eine unbegreifliche Angst, ein unheimliches Grauen überfällt mich. Wie durch Zauber festgebannt. Ich muss fort, nach dem gespenstischen Nachtwanderer. Dafür halte ich den Meister, unerachtet nicht die Zeit des Vollmonds ist, in der solcher Spuk die Schlafenden betört. Endlich verschwindet Cardillac seitwärts in den tiefsten Schatten. An einem kleinen, wie wohl bekannten Räuspern gewahre ich indessen, dass er in die Einfahrt eines Hauses getreten ist. Was bedeutet das? Was wird er beginnen? So frage ich mich selbst voll Staunen und drücke mich dicht an die Häuser. Nicht lange dauert's, so kommt singend und tirillierend ein Mann daher mit leuchtendem Federbusch und klirrenden Sporen. Wie ein Tiger auf seinen Raub stürzt sich Cardillac aus seinem Schlupfwinkel auf den Mann, der in demselben Augenblick röchelnd zu Boden sinkt. Mit einem Schrei des Entsetzens springe ich heran. Cardillac ist über dem Mann, der zu Boden liegt, her. »Meister Cardillac, was tut ihr?« rufe ich laut. »Vermaledeiter«, brüllt Cardillac, rennt mit Blitzeschnelle bei mir vorbei und verschwindet. Ganz außer mir, kaum der Schritte mächtig, nähere ich mich dem Niedergeworfenen. Ich kniee bei ihm nieder. Vielleicht, denke ich, ist er noch zu retten. Aber keine Spur des Lebens ist mehr in ihm. In meiner Todesangst gewahre ich kaum, dass mich die Maréchaussee umringt hat. Schon wieder einer von den Teufeln niedergestreckt. »Hehe, junger Mann, was machst du da? Bist du einer von der Bande? Fort mit dir!« So schreien sie durcheinander und packen mich an. Kaum vermag ich zu stammeln, dass ich solche grässliche Untat ja gar nicht hätte begehen können und dass sie mich in Frieden ziehen lassen möchten. Da leuchtet mir einer ins Gesicht und ruft lachend, »Das ist ja Olivier Brusson, der Goldschmiedegeselle, der bei unserem ehrlichen, braven Meister René Cardillac arbeitet. Ja, der wird die Leute auf der Straße morden. Sieht mir recht danach aus. Ist recht nach der Art der Mordbuben, dass sie beim Leichnam lamentieren und sich fangen lassen werden. Wie war's, Junge? Erzähle dreist.« »Dicht vor mir«, sprach ich, »sprang ein Mensch auf den dort los,
stieß ihn nieder und rannte blitzeschnell davon, als ich laut aufschrie. Ich wollte noch sehen, ob der Niedergeworfene noch zu retten wäre. »Nein, mein Sohn«, ruft einer von denen, die den Leichnam aufgehoben, »der ist hin. Durchs Herz, wie gewöhnlich, geht der Dolchstich.« »Teufel«, spricht ein anderer, »kamen wir doch wieder zu spät, wie vorgestern.« Damit entfernen sie sich mit dem Leichnam. Wie mir zumute war, kann ich gar nicht sagen. Ich fühlte mich an, ob nicht ein böser Traum mich necke. Es war mir, als müsste ich nun gleich erwachen und mich wundern über das tolle Trugbild. Cardillac, der Vater meiner Madeleine, ein verruchter Mörder? Ich war kraftlos auf die steinernen Stufen eines Hauses gesunken. Immer mehr und mehr dämmerte der Morgen herauf. Ein Offizierhut, reich mit Federn geschmückt, lag vor mir auf dem Pflaster. Cardillacs blutige Tat, auf der Stelle begangen, wo ich saß, ging vor mir hell auf. Entsetzt rannte ich von dannen. Ganz verwirrt, beinahe besinnungslos sitze ich in meiner Dachkammer. Da geht die Tür auf und René Cardillac tritt herein. »Um Christus Willen, was wollt ihr?« schrie ich ihm entgegen. Er, das gar nicht achtend, kommt auf mich zu und lächelt mich an mit einer Ruhe und Leutseligkeit, die meinen innern Abscheu vermehrt. Er rückt einen alten, gebrechlichen Schemel heran und setzt sich zu mir, der ich nicht vermag, mich von dem Strohlager zu erheben, auf das ich mich geworfen. »Nun, Olivier«, fängt er an, »wie geht es dir, armer Junge?« »Ich habe mich in der Tat garstig übereilt, als ich dich aus dem Hause stieß. Du fehlst mir an allen Ecken und Enden. Eben jetzt habe ich ein Werk vor, das ich ohne deine Hilfe gar nicht vollenden kann. Wie wär's, wenn du wieder in meiner Werkstatt arbeitetest?« »Du schweigst?« »Ja, ich weiß, ich habe dich beleidigt. Nicht verhehlen wollte ich's dir, dass ich auf dich zornig war, wegen der Liebelei mit meiner Madeleine. Doch recht überlegt habe ich mir das Ding nachher und gefunden, dass bei deiner Geschicklichkeit, deinem Fleiß, deiner Treue ich mir keinen bessern Eidam wünschen kann als eben dich. Komm also mit mir und sieh zu, wie du Madeleine zur Frau gewinnen magst.« Cardillacs Worte durchschnitten mir das Herz. Ich erbebte vor seiner Bosheit. Ich konnte kein Wort hervorbringen. »Du zauderst«, fuhr er nun fort mit scharfem Ton, indem seine funkelnden Augen mich durchbohren. »Du zauderst? Du kannst vielleicht heute noch nicht mit mir kommen. Du hast andere Dinge vor. Du willst vielleicht der Gräbe suchen oder dich gar einführen lassen bei D'Argenson oder La Reynie. Nimm dich in Acht, Bursche, dass die Krallen, die du hervorlocken willst, zu anderer Leute verderben, dich nicht selbst fassen und zerreißen.« Da machte sich mein tief empörtes Gemüt plötzlich Luft. »Mögen die«, rufe ich, »mögen die, die sich grässlicher Untat bewusst sind, jenen Namen fühlen, die ihr eben nanntet. Ich darf das nicht. Ich habe nichts mit ihnen zu schaffen.« »Eigentlich«, spricht Cardillac weiter, »eigentlich, Olivier, macht es dir Ehre, wenn du bei mir arbeitest. Bei mir, dem berühmtesten Meister seiner Zeit, überall hochgeachtet wegen seiner Treue und Rechtschaffenheit, so daß jede böse Verleumdung schwer zurückfallen würde auf das Haupt des Verleumders. Was nun Madeleine betrifft, so muß ich dir nur gestehen, dass du meine Nachgiebigkeit ihr allein verdankest. Sie liebt dich mit einer Heftigkeit, die ich dem zarten Kinde gar nicht zutrauen konnte. Gleich als du fort warst, fiel sie mir zu Füßen
umschlang meine Knie und gestand unter tausend Tränen, dass sie ohne dich nicht leben könne. Ich dachte, sie bilde sich das nur ein, wie es denn bei den jungen verliebten Dingern zu geschehen pflegt, dass sie gleich sterben wollen, wenn das erste Milchgesicht sie freundlich angeblickt. Aber in der Tat, meine Madeleine wurde siech und krank, und wie ich ihr dann das tolle Zeug ausreden wollte, rief sie hundertmal deinen Namen. Was konnte ich endlich tun? Wollte ich sie nicht verzweifeln lassen? Gestern Abend sagte ich zu ihr, ich willige in alles und werde dich heute holen. Da ist sie über Nacht aufgeblüht wie eine Rose und harrt nun auf dich, ganz außer sich vor Liebessehnsucht. Mag es mir die ewige Macht des Himmels verzeihen, aber selbst weiß ich nicht, wie es geschah, dass ich plötzlich in Cardillacs Hause stand, dass Madeleine, laut aufjauchzend, Olivier, mein Geliebter, mein Gatte, auf mich gestürzt, mich mit beiden Armen umschlang, mich fest an ihre Brust drückte, dass ich im Übermaß des höchsten Entzückens bei der Jungfrau und allen Heiligen schwor, sie nimmer, nimmer zu verlassen. Ende von Abschnitt 6. Gelesen von Hokus Pokus. Abschnitt 7 von Das Fräulein von Sküderi. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Fräulein von Sküderi von E.T.A. Hoffmann. Abschnitt 7. Erschüttert von dem Andenken an diesen entscheidenden Augenblick, musste Olivier innehalten. Die Sküderie, von Grausen erfüllt über die Untat eines Mannes, den sie für die Tugend, die Rechtschaffenheit selbst gehalten, rief: »Entsetzlich! René Cardillac gehört zu der Mordbande, die unsere gute Stadt so lange zur Räuberhöhle machte?« »Was sagt ihr, mein Fräulein?« sprach Olivier. »Zur Bande? Nie hat es eine solche Bande gegeben. Cardillac allein war es, der mit verruchter Tätigkeit in der ganzen Stadt seine Schlachtopfer suchte und fand. Dass er es allein war, darin liegt die Sicherheit, womit er seine Streiche führte, die unüberwundene Schwierigkeit, dem Mörder auf die Spur zu kommen. Doch lasst mich fortfahren. Der Verfolg wird euch die Geheimnisse des verruchtesten und zugleich unglücklichsten aller Menschen aufklären. Die Lage, in der ich mich nun bei dem Meister befand, jeder mag sie sich leicht denken. Der Schritt war geschehen, ich konnte nicht mehr zurück. Zuweilen war es mir, als sei ich selbst Cardillacs Mordgehilfe geworden. Nur in Madeleines Liebe vergaß ich die innere Pein, die mich quälte. Nur bei ihr konnte es mir gelingen, jede äußere Spur namenlosen Grams wegzutilgen. Arbeitete ich mit dem Alten in der Werkstatt, nicht ins Antlitz vermochte ich ihm zu schauen, kaum ein Wort zu reden, vor dem Grausen, das mich durchbebte in der Nähe des entsetzlichen Menschen, der alle Tugenden des treuen, zärtlichen Vaters, des guten Bürgers erfüllte, während die Nacht seine Untaten verschleierte. Madeleine, das fromme, engelsreine Kind, hing an ihm mit abgöttischer Liebe. Das Herz durchbohrte es mir, wenn ich daran dachte, dass, träfe einmal die Rache den entlarvten Bösewicht, sie ja, mit aller höllischen List des Satans getäuscht, der grässlichsten Verzweiflung unterliegen müsse. Schon das verschloß mir den Mund, und hätte ich den Tod des Verbrechers darum dulden müssen. Unerachtet ich aus den Reden der Maréchaussee genug entnehmen konnte, waren mir Cardillacs Untaten, ihr Motiv, die Art, sie auszuführen, ein Rätsel. Die Aufklärung blieb nicht lange aus. Eines Tages war Cardillac, der sonst meinen Abscheu erregend, bei der Arbeit in der heitersten Laune, scherzte und lachte, sehr ernst und in sich gekehrt.
Plötzlich warf er das Geschmeide, woran er eben arbeitete, beiseite, daß Stein und Perlen auseinanderrollten, stand heftig auf und sprach: »Olivier, es kann zwischen uns beiden nicht so bleiben. Dies Verhältnis ist mir unerträglich. Was der feinsten Schlauigkeit der Gräß und seiner Spießgesellen nicht gelang zu entdecken, das spielte dir der Zufall in die Hände. Du hast mich geschaut in der nächtlichen Arbeit, zu der mein böser Stern mich treibt. Kein Widerstand ist möglich. Auch dein böser Stern war es, der dich mir folgen ließ, der dich in undurchdringliche Schleier hüllte, der deinem Fußtritt die Leichtigkeit gab, daß du unhörbar wandeltest wie das kleinste Tier, so daß ich, der ich in der tiefsten Nacht klar schaue wie der Tiger, der ich straßenweit das kleinste Geräusch, das Summen der Mücke vernehme, dich nicht bemerkte. Dein böser Stern hat dich, meinen Gefährten, mir zugeführt. An Verrat ist, so wie du jetzt stehst, nicht mehr zu denken. Darum magst du alles wissen.« »Nimmermehr werd ich dein Gefährte sein, heuchlerischer Bösewicht!« So wollte ich aufschreien, aber das innere Entsetzen, das mich bei Cardillacs Worten erfasst, schnürte mir die Kehle zu. Statt der Worte vermochte ich nur einen unverständlichen Laut auszustoßen. Cardillac setzte sich wieder in seinen Arbeitsstuhl. Er trocknete sich den Schweiß von der Stirne. Er schien, von der Erinnerung des Vergangenen hart berührt, sich mühsam zu fassen. Endlich fing er an: »Weise Männer sprechen viel von den seltsamen Eindrücken, deren Frauen in guter Hoffnung fähig sind, von dem wunderbaren Einfluss solch lebhaften, willenlosen Eindrucks von außen her auf das Kind. Von meiner Mutter erzählte man mir eine wunderliche Geschichte. Als die mit mir im ersten Monat schwanger ging, schaute sie mit anderen Weibern einem glänzenden Hoffest zu, das in Trianon gegeben wurde. Da fiel ihr Blick auf einen Kavalier in spanischer Kleidung, mit einer blitzenden Juwelenkette um den Hals, von der sie die Augen gar nicht mehr wenden konnte. Ihr ganzes Wesen war Begierde nach den funkelnden Steinen, die ihr ein überirdisches Gut dünkten. Derselbe Kavalier hatte vor mehreren Jahren, als meine Mutter noch nicht verheiratet, ihrer Tugend nachgestellt, war aber mit Abscheu zurückgewiesen worden. Meine Mutter erkannte ihn wieder, aber jetzt war es ihr, als sei er im Glanz der strahlenden Diamanten ein Wesen höherer Art, der Inbegriff aller Schönheit. Der Kavalier bemerkte die sehnsuchtsvollen, feurigen Blicke meiner Mutter. Er glaubte, jetzt glücklicher zu sein als vormals. Er wußte, sich ihr zu nähern, noch mehr, sie von ihren Bekannten fort an einen einsamen Ort zu locken. Dort schloß er sie brünstig in seine Arme. Meine Mutter faßte nach der schönen Kette, aber in demselben Augenblick sank er nieder und riß meine Mutter mit sich zu Boden. Sei es, daß ihn der Schlag plötzlich getroffen oder aus einer andern Ursache, genug, er war tot. Sich den im Todeskrampf erstarrten Armen des Leichnams zu entwinden, die hohlen Augen, deren Sehkraft erloschen, auf sie gerichtet, wälzte der Tote sich mit ihr auf dem Boden. Ihr geltendes Hilfegeschrei drang endlich bis zu in der Ferne Vorübergehenden, die herbeieilten und sie retteten aus den Armen des grausigen Liebhabers. Das Entsetzen warf meine Mutter auf ein schweres Krankenlager. Man gab sie, mich, verloren, doch sie gesundete, und die Entbindung war glücklicher, als man je hatte hoffen können. Aber die Schrecken jenes fürchterlichen Augenblicks hatten mich getroffen. Mein böser Stern war aufgegangen und hatte den Funken hinabgeschossen, der in mir eine der seltsamsten und verderblichsten Leidenschaften entzündete. Schon in der frühesten Kindheit gingen mir glänzende Diamanten, goldenes Geschmeide über alles.
Man hielt das für gewöhnliche kindliche Neigung. Aber es zeigte sich anders, denn als Knabe stahl ich Gold und Juwelen, wo ich sie habhaft werden konnte. Wie der geübteste Kenner unterschied ich aus Instinkt unechtes Geschmeide von echtem. Nur dieses lockte mich. Unechtes sowie geprägtes Gold ließ ich unbeachtet liegen. Den grausamsten Züchtigungen des Vaters musste die angeborene Begierde weichen. Um nur mit Gold und edlen Steinen hantieren zu können, wandte ich mich zur Goldschmiedeprofession. Ich arbeitete mit Leidenschaft und wurde bald der erste Meister dieser Art. Nun begann eine Periode, in der der angeborene Trieb, so lange niedergedrückt, mit Gewalt empordrang und mit Macht wuchs, alles um sich her wegzehrend. Sowie ich ein Geschmeide gefertigt und abgeliefert, fiel ich in eine Unruhe, in eine Trostlosigkeit, die mir Schlaf, Gesundheit, Lebensmut raubte. Wie ein Gespenst stand Tag und Nacht die Person, für die ich gearbeitet, mir vor Augen, geschmückt mit meinem Geschmeide, und eine Stimme raunte mir in die Ohren: »Es ist ja dein, es ist ja dein, nimm es doch, was sollen die Diamanten dem Toten?« Da legte ich mich endlich auf Diebeskünste. Ich hatte Zutritt in den Häusern der Großen, ich nützte schnell jede Gelegenheit, kein Schloss widerstand meinem Geschick, und bald war der Schmuck, den ich gearbeitet, wieder in meinen Händen. Aber nun vertrieb selbst das nicht meine Unruhe. Jene unheimliche Stimme ließ sich dennoch vernehmen und höhnte mich und rief: »Hoho, dein Geschmeide trägt ein Toter!« Selber wußte ich nicht, wie es kam, daß ich einen unaussprechlichen Haß auf sie warf, denen ich Schmuck gefertigt. Ja, im tiefsten Innern regte sich eine Mordlust gegen sie, vor der ich selbst erbebte. In dieser Zeit kaufte ich dieses Haus. Ich war mit dem Besitzer handelseinig geworden. Hier in diesem Gemach saßen wir, erfreut über das abgeschlossene Geschäft beisammen, und tranken eine Flasche Wein. Es war Nacht geworden. Ich wollte aufbrechen. Da sprach mein Verkäufer: »Hört, Meister René, ehe ihr fortgeht, muß ich euch mit einem Geheimnis dieses Hauses bekannt machen.« Darauf schloß er jenen in die Mauer eingeführten Schrank auf, schob die Hinterwand fort, trat in ein kleines Gemach, bückte sich nieder, hob eine Falltür auf. Eine steile, schmale Treppe stiegen wir hinab, kamen an ein schmales Pförtchen, das er aufschloß, traten hinaus in den freien Hof. Nun schritt der alte Herr, mein Verkäufer, hinan an die Mauer, schob an einem nur wenig hervorragenden Eisen, und bald drehte sich ein Stück Mauer los, so daß ein Mensch bequem durch die Öffnung schlüpfen und auf die Straße gelangen konnte. Du magst einmal das Kunststück sehen, Olivier, das wahrscheinlich schlaue Mönche des Klosters, welches ehemals hier lag, fertigen ließen, um heimlich aus- und einschlüpfen zu können. Es ist ein Stück Holz, nur von außen gemörtelt und getüncht, in das von außen her eine Bildsäule, auch nur von Holz, doch ganz wie Stein eingefügt ist, welches sich mitsamt der Bildsäule auf verborgenen Angeln dreht. Dunkle Gedanken stiegen in mir auf, als ich diese Einrichtung sah. Es war mir, als sei vorgearbeitet solchen Taten, die mir selbst noch Geheimnis blieben. Eben hatte ich einem Herrn vom Hof einen reichen Schmuck abgeliefert, der, ich weiß es, einer Operntänzerin bestimmt war. Die Todesfolter blieb nicht aus. Das Gespenst hing sich an meine Schritte, der lispelnde Satan an mein Ohr. Ich zog ein in das Haus. In blutigem Angstschweiß gebadet, wälzte ich mich schlaflos auf dem Lager. Ich sehe im Geiste den Menschen zu der Tänzerin schleichen, mit meinem Schmuck.
Voller Wut springe ich auf, werfe den Mantel um, steige herab die geheime Treppe, fort durch die Mauer auf die Straße Nicès. Er kommt. Ich falle über ihn her. Er schreit auf, doch von hinten festgepackt stoße ich ihm den Dolch ins Herz. Der Schmuck ist mein. Dies getan, fühle ich eine Ruhe, eine Zufriedenheit in meiner Seele, wie sonst niemals. Das Gespenst war verschwunden. Die Stimme des Satans schwieg. Nun wusste ich, was mein böser Stern wollte. Ich mußt ihm nachgeben oder untergehen. Du begreifst jetzt mein ganzes Tun und Treiben, Olivier. Glaube nicht, dass ich darum, weil ich tun muß, was ich nicht lassen kann, jenem Gefühl des Mitleids, des Erbarmens, das in der Natur des Menschen bedingt sein soll, rein entsagt habe. Du weißt, wie schwer es mir wird, einen Schmuck abzuliefern, wie ich für manche, deren Tod ich nicht will, gar nicht arbeite, ja, wie ich sogar, weiß ich, dass am morgenden Tage Blut mein Gespenst verbannen wird, heute es mit einem tüchtigen Faustschlag bewenden lasse, der den Besitzer meines Kleinodes zu Boden streckt und mir dieses in die Hand liefert. Dies alles gesprochen, führte mich Cardillac in das geheime Gewölbe und gönnte mir den Anblick seines Juwelenkabinetts. Der König besitzt es nicht reicher. Bei jedem Schmuck war auf einem kleinen, daran gehängten Zettel genau bemerkt, für wen es gearbeitet, wann es durch Diebstahl, Raub oder Mord genommen worden. »An deinem Hochzeitstage«, sprach Cardillac dumpf und feierlich, »an deinem Hochzeitstage, Olivier, wirst du mir, die Hand gelegt auf das gekreuzigte Bild Christus, einen heiligen Eid schwören, so wie ich gestorben, all diese Reichtümer in Staub zu vernichten, durch Mittel, die ich dir dann bekannt machen werde. Ich will nicht, dass irgendein menschlich Wesen, und am wenigsten Madelon und du, in den Besitz des mit Blut gekauften Hortes komme. Gefangen in diesem Labyrinth des Verbrechens, zerrissen von Liebe und Abscheu, von Wonne und Entsetzen, war ich dem Verdammten zu vergleichen, dem ein holder Engel mild lächelnd hinaufwinkt, aber mit glühenden Krallen festgepackt hält ihn der Satan, und des frommen Engels Liebeslächeln, in dem sich alle Seligkeit des hohen Himmels abspiegelt, wird ihm zur grimmigsten seiner Qualen. Ich dachte an Flucht, ja, an Selbstmord, aber Madelon, tadelt mich, mein würdiges Fräulein, daß ich zu schwach war, mit Gewalt eine Leidenschaft niederzukämpfen, die mich an das Verbrechen fesselte. Aber büße ich nicht dafür mit schmachvollem Tode? Eines Tages kam Cardillac nach Hause, ungewöhnlich heiter. Er liebkoste Madelon, warf mir die freundlichsten Blicke zu, trank bei Tische eine Flasche edlen Weins, wie er es nur an hohen Fest- und Feiertagen zu tun pflegte, sang und jubilierte. Madelon hatte uns verlassen. Ich wollte in die Werkstatt. »Bleib sitzen, Junge«, rief Cardillac. »Heute keine Arbeit mehr. Lass uns noch eins trinken, auf das Wohl der allerwürdigsten, vortrefflichsten Dame in Paris.« Nachdem ich mit ihm angestoßen und er ein volles Glas geleert hatte, sprach er, »Sag an, Olivier, wie gefallen dir die Verse?« »Un amant qui craint les voleurs« n'est point digne d'amour. Er erzählte nun, was sich in den Gemächern der Maintenon mit euch und dem Könige begeben, und fügte hinzu, dass er euch von jeher verehrt habe, wie sonst kein weibliches Wesen, und dass ihr mit solch hoher Tugend begabt, vor der böse Stern kraftlos erbleiche, selbst den schönsten von ihm gefertigten Schmuck tragend, niemals ein böses Gespenst Mordgedanken in ihm erregen würdet. »Höre, Olivier«, sprach er, »wozu ich entschlossen.
Vor langer Zeit sollt ich Halsschmuck und Armbänder fertigen für Henriette von England und selbst die Steine dazu liefern. Die Arbeit gelang mir wie keine andere, aber es zerriss mir die Brust, wenn ich daran dachte, mich von dem Schmuck, der mein Herzenskleinod geworden, trennen zu müssen. Du weißt der Prinzessin unglücklichen Tod durch Meuchelmord. Ich behielt den Schmuck und will ihn nun als ein Zeichen meiner Ehrfurcht, meiner Dankbarkeit dem Fräulein von Scudery senden, im Namen der verfolgten Bande. Außerdem, dass die Scudery das sprechende Zeichen ihres Triumphes erhält, verhöhne ich auch de Grey und seine Gesellen, wie sie es verdienen. Du sollst ihr den Schmuck hintragen. So wie Cardillac euren Namen nannte, Fräulein, war es, als würden schwarze Schleier weggezogen und das schöne, lichte Bild meiner glücklichen, frühen Kinderzeit ging wieder auf in bunten, glänzenden Farben. Es kam ein wunderbarer Trost in meine Seele, ein Hoffnungsstrahl, vor dem die finstern Geister schwanden. Cardillac mochte den Eindruck, den seine Worte auf mich machten, wahrnehmen und nach seiner Art deuten. »Dir scheint«, sprach er, »mein Vorhaben zu behagen. Gestehen kann ich wohl, dass eine tief innere Stimme, sehr verschieden von der, welche Blutopfer verlangt wie ein gefräßiges Raubtier, mir befohlen hat, dass ich solches tue. Manchmal wird mir wunderlich im Gemüte, eine innere Angst, die Furcht vor irgend etwas Entsetzlichem, dessen Schauer aus einem fernen Jenseits herüberwehen in die Zeit, ergreift mich gewaltsam. Es ist mir dann sogar, als ob das, was der böse Stern begonnen durch mich, meiner unsterblichen Seele, die daran keinen Teil hat, zugerechnet werden könne. In solcher Stimmung beschloss ich, für die heilige Jungfrau in der Kirche Saint-Eustache eine schöne Diamantenkrone zu fertigen. Aber jene unbegreifliche Angst überfiel mich stärker, so oft ich die Arbeit beginnen wollte. Da unterließ ich's ganz. Jetzt ist es mir, als wenn ich der Tugend und Frömmigkeit selbst demutsvoll ein Opfer bringe und wirksame Fürsprache erflehe, indem ich der Scudery den schönsten Schmuck sende, den ich jemals gearbeitet. Cardillac, mit eurer ganzen Lebensweise, mein Fräulein, auf das Genaueste bekannt, gab mir nun Art und Weise, sowie die Stunde an, wie und wann ich den Schmuck, den er in ein sauberes Kästchen schloss, abliefern solle. Mein ganzes Wesen war entzücken, denn der Himmel selbst zeigte mir durch den frevlerischen Cardillac den Weg, mich zu retten aus der Hölle, in der ich, ein verstoßener Sünder, schmachte. So dachte ich. Ganz gegen Cardillacs Willen wollte ich bis zu euch vordringen. Als Anbrüssons Sohn, als euer Pflegling gedacht ich, mich euch zu Füßen zu werfen und euch alles, alles zu entdecken. Ihr hättet, gerührt von dem namenlosen Elend, das der armen, unschuldigen Madelon drohte bei der Entdeckung, das Geheimnis geachtet. Aber euer hoher, scharfsinniger Geist fand gewiß sichere Mittel, ohne jene Entdeckung der verruchten Bosheit Cardillacs zu steuern. Fragt mich nicht, worin diese Mittel hätten bestehen sollen. Ich weiß es nicht. Aber dass ihr Madelon und mich retten würdet, davon lag die Überzeugung fest in meiner Seele, wie der Glaube an die trostreiche Hilfe der heiligen Jungfrau. Ihr wisst, Fräulein, dass meine Absicht in jener Nacht fehlschlug. Ich verlor nicht die Hoffnung, ein andermal glücklicher zu sein. Da geschah es, dass Cardillac plötzlich alle Munterkeit verlor. Er schlich trübe umher, starrte vor sich hin, murmelte unverständliche Worte, focht mit den Händen, Feindliches von sich abwehrend, sein Geist schien gequält von bösen Gedanken. So hatte er es einen ganzen Morgen getrieben. Endlich setzte er sich an den Werktisch, sprang unmutig wieder auf, schaute durchs Fenster, sprach ernst und düster: »Ich wollte doch,
Henriette von England hätte meinen Schmuck getragen. Die Worte erfüllten mich mit Entsetzen. Nun wußte ich, daß sein irrer Geist wieder erfaßt war von dem abscheulichen Mordgespenst, daß des Satans Stimme wieder laut worden in seinen Ohren. Ich sah euer Leben bedroht von dem verruchten Mordteufel. Hätte Cardillac nur wieder seinen Schmuck in Händen, so wart ihr gerettet. Mit jedem Augenblick wuchs die Gefahr. Da begegnete ich euch auf dem Pont Neuf, drängte mich an eure Kutsche, warf euch jenen Zettel zu, der euch beschwor, doch gleich den erhaltenen Schmuck in Cardillacs Hände zu bringen. Ihr kamt nicht. Meine Angst stieg bis zur Verzweiflung, als andern Tags Cardillac von nichts anderem sprach als von dem köstlichen Schmuck, der ihm in der Nacht vor Augen gekommen. Ich konnte das nur auf euren Schmuck deuten, und es wurde mir gewiß, daß er über irgendeinen Mordanschlag brüte, den er gewiß schon in der Nacht auszuführen sich vorgenommen. Euch retten mußt ich, und sollte es Cardillacs Leben kosten. Sowie Cardillac nach dem Abendgebet sich, wie gewöhnlich, einschloß, stieg ich durch ein Fenster in den Hof, schlüpfte durch die Öffnung in der Mauer und stellte mich unfern in den tiefen Schatten. Nicht lange dauerte es, so kam Cardillac heraus und schlich leise durch die Straße fort. Ich hinter ihm her. Er ging nach der Straße Saint-Honoré. Mir bebte das Herz. Cardillac war mit einem Mal mir entschwunden. Ich beschloss, mich an eure Haustür zu stellen. Da kommt singend und trillernd, wie damals, als der Zufall mich zum Zuschauer von Cardillacs Mordtat machte, ein Offizier bei mir vorüber, ohne mich zu gewahren. Aber im selben Augenblick springt eine schwarze Gestalt hervor und fällt über ihn her. Es ist Cardillac. Diesen Mord will ich hindern. Mit einem lauten Schrei bin ich in zwei, drei Sätzen zur Stelle. Nicht der Offizier, Cardillac sinkt, zum Tode getroffen, röchelnd zu Boden. Der Offizier lässt den Dolch fallen, reißt den Degen aus der Scheide, stellt sich, wähnend ich sei des Mörders Geselle, kampffertig mir entgegen, eilt aber schnell von dannen, als er gewahrt, daß ich, ohne mich um ihn zu kümmern, nur den Leichnam untersuche. Cardillac lebte noch. Ich lud ihn, nachdem ich den Dolch, den der Offizier hatte fallen lassen, zu mir gesteckt, auf die Schultern und schleppte ihn mühsam fort nach Hause und durch den geheimen Gang hinauf in die Werkstatt. Das Übrige ist euch bekannt. Ihr seht, mein würdiges Fräulein, daß mein einziges Verbrechen nur darin besteht, daß ich Madelons Vater nicht den Gerichten verriet und so seinen Untaten ein Ende machte. Rein bin ich von jeder Blutschuld. Keine Marter wird mir das Geheimnis von Cardillacs Untaten abzwingen. Ich will nicht, daß der ewigen Macht, die der tugendhaften Tochter des Vaters grässliche Blutschuld verschleierte, zum Trotz das ganze Elend der Vergangenheit, ihr ganzes Sein noch jetzt tötend auf sie einbreche, daß noch jetzt die weltliche Rache den Leichnam auffühle aus der Erde, die ihn deckt, daß noch jetzt der Henker die vermoderten Gebeine mit Schande brandmarkt. Nein, mich wird die Geliebte meiner Seele beweinen als den unschuldig Gefallenen. Die Zeit wird ihre Schmerzen lindern, aber unüberwindlich würde der Jammer sein über des geliebten Vaters entsetzliche Taten der Hölle. Olivier schwieg, aber nun stürzte plötzlich ein Tränenstrom aus seinen Augen. Er warf sich der Scuderie zu Füßen und flehte: »Ihr seid von meiner Unschuld überzeugt. Gewiß, ihr seid es. Habt Erbarmen mit mir. Sagt, wie steht es um Madelon?« Die Scuderie rief die Martiniere, und nach wenigen Augenblicken flog Madelon an Oliviers Hals. »Nun ist alles gut, da du hier bist. Ich wußte es ja, daß die edelmütigste Dame dich retten würde.« So rief Madelon einmal über das andere, und Olivier vergaß sein Schicksal, alles, was ihm drohte.
er war frei und selig. Auf das Rührendste klagten sich beide, was sie umeinander gelitten, und umarmten sich dann aufs Neue und weinten vor Entzücken, dass sie sich wiedergefunden. Wäre die Scuderie nicht von Oliviers Unschuld schon jetzt überzeugt gewesen, der Glaube daran müsste ihr jetzt gekommen sein, da sie die beiden betrachtete, die in der Seligkeit des innigsten Liebesbündnisses die Welt vergaßen und ihr Elend und ihr namenloses Leiden. »Nein«, rief sie, »solch seliger Vergessenheit ist nur ein reines Herz fähig.« Die hellen Strahlen des Morgens brachen durch die Fenster. Der Gräh klopfte leiser an die Türe des Gemachs und erinnerte, dass es Zeit sei, Olivier Brusson fortzuschaffen, da, ohne Aufsehen zu erregen, das später nicht geschehen könne. Die Liebenden mussten sich trennen. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Hokus Pokus. Abschnitt 8 von Das Fräulein von Scudery. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Fräulein von Scudery von E.T.A. Hoffmann. Abschnitt 8. Die dunklen Ahnungen, von denen der Scudery Gemüt befangen seit Brussons erstem Eintritt in ihr Haus, hatten sich nun zum Leben gestaltet auf furchtbare Weise. Den Sohn ihrer Geliebten an, sah sie schuldlos verstrickt auf eine Art, dass ihn vom schmachvollen Tod zu retten kaum denkbar schien. Sie ehrte des Jünglings Heldensinn, der lieber schuldbeladen sterben, als ein Geheimnis verraten wolle, das seiner Madeleine den Tod bringen mußte. Im ganzen Reiche der Möglichkeit fand sie kein Mittel, den Ärmsten dem grausamen Gerichtshofe zu entreißen. Und doch stand es fest in ihrer Seele, dass sie kein Opfer scheuen müsse, das himmelschreiende Unrecht abzuwenden, das man zu begehen im Begriffe war. Sie quälte sich ab mit allerlei Entschlüssen und Plänen, die bis an das Abenteuerliche streiften, die sie ebenso schnell verwarf als auffasste. Immer mehr verschwand jeder Hoffnungsschimmer, so daß sie verzweifeln wollte. Aber Madelons unbedingtes, frommes, kindliches Vertrauen, die Verklärung, mit der sie von dem Geliebten sprach, der nun bald, freigesprochen von jeder Schuld, sie als Gattin umarmen werde, richtete die Scudery in eben dem Grad wieder auf, als sie davon bis tief ins Herz gerührt wurde. Um nun endlich etwas zu tun, schrieb die Scudery an La Reynie einen langen Brief, worin sie ihm sagte, dass Olivier Brusson ihr auf die glaubwürdigste Weise seine völlige Unschuld an Cardillacs Tod dargetan habe, und dass nur der heldenmütige Entschluss, ein Geheimnis in das Grab zu nehmen, dessen Enthüllung die Unschuld und Tugend selbst verderben würde, ihn zurückhalte, dem Gericht ein Geständnis abzulegen, das ihn von dem entsetzlichen Verdacht, nicht allein, dass er Cardillac ermordet, sondern dass er auch zur Bande verruchter Mörder gehöre, befreien müsse. Alles, was glühender Eifer, was geistvolle Beredsamkeit vermag, hatte die Scudery aufgeboten, La Reyniers hartes Herz zu erweichen. Nach wenigen Stunden antwortete La Reynie, wie es ihn herzlich freue, dass Olivier Brusson sich bei seiner hohen, würdigen Gönnerin gänzlich gerechtfertigt habe. Was Oliviers heldenmütigen Entschluss betreffe, das Geheimnis, das sich auf die Tat beziehe, mit ins Grab nehmen zu wollen, so tue es ihm leid, dass die Chambre Ardente dergleichen Heldenmut nicht ehren könne, denselben vielmehr durch die kräftigsten Mittel zu brechen suchen müsse. Nach 3 Tagen hoffe er, in dem Besitz des seltsamen Geheimnisses zu sein, das wahrscheinlich geschehene Wunderdinge an den Tag bringen werde. Nur zu gut wußte die Scudery, was der fürchterliche Reynier mit jenen Mitteln, die Brussons Heldenmut brechen sollen, meinte. Nun war es gewiß, daß die Tortur über den Unglücklichen verhängt war. In der Todesangst fiel der Scudery endlich ein, daß, um nur Aufschub zu erlangen,
der Rat eines Rechtsverständigen dienlich sein könne. Pierre Arnon d'Andilly war damals der berühmteste Advokat in Paris. Seiner tiefen Wissenschaft, seinem umfassenden Verstande war seine Rechtschaffenheit, seine Tugend gleich. Zudem begab sich die Scudery und sagte ihm alles, soweit es möglich war, ohne Brissons Geheimnis zu verletzen. Sie glaubte, dass d'Andilly mit Eifer sich des Unschuldigen annehmen werde, ihre Hoffnung wurde aber auf das Bitterste getäuscht. D'Andilly hatte ruhig alles angehört und erwiderte dann lächelnd mit Boileaus Worten: »Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable.« Er bewies der Scudery, dass die auffallendsten Verdachtsgründe wider Brisson sprächen, dass Larenys Verfahren keineswegs grausam und übereilt zu nennen, vielmehr ganz gesetzlich sei, ja, dass er nicht anders handeln könne, ohne die Pflicht des Richters zu verletzen. Er, d'Andilly selbst, getraue sich nicht durch die geschickteste Verteidigung, Brisson von der Tortur zu retten. Nur Brisson selbst könne das entweder durch aufrichtiges Geständnis oder wenigstens durch die genaueste Erzählung der Umstände bei dem Morde Cardillacs, die dann vielleicht erst zu neuen Ausmittlungen Anlass geben würden. »So werfe ich mich dem Könige zu Füßen und flehe um Gnade«, sprach die Scudery, ganz außer sich mit von Tränen halb erstickter Stimme. »Tut das«, rief d'Andilly, »tut das um Himmels Willen nicht, mein Fräulein. Spart euch dieses letzte Hilfsmittel auf, das, schlug es einmal fehl, euch für immer verloren ist. Der König wird nimmer einen Verbrecher derart begnadigen, der bitterste Vorwurf des gefährdeten Volks würde ihn treffen. Möglich ist es, dass Brisson durch Entdeckung seines Geheimnisses oder sonst Mittel findet, den wider ihn streitenden Verdacht aufzuheben. Dann ist es Zeit, des Königs Gnade zu erflehen, der nicht danach fragt, was vor Gericht bewiesen ist oder nicht, sondern seine innere Überzeugung zu Rate ziehen wird.« Die Scudery musste dem tief erfahrenen d'Andilly notgedrungen beipflichten. In tiefen Kummer versunken, sinnend und sinnend, was um der Jungfrau und aller Heiligen Willen sie nun anfangen solle, um den unglücklichen Brisson zu retten, saß sie am späten Abend in ihrem Gemach, als die Martiniere eintrat und den Grafen von Miossens, Obristen von der Garde des Königs, meldete, der dringend wünschte, das Fräulein zu sprechen. »Verzeiht«, sprach Miossens, indem er sich mit soldatischem Anstande verbeugte, »verzeiht, mein Fräulein, wenn ich euch so spät, so zu ungelegener Zeit überlaufe. Wir Soldaten machen es nicht anders, und zudem bin ich mit zwei Worten entschuldigt. Olivier Brisson führt mich zu euch.« Die Scudery, hochgespannt, was sie jetzt wieder erfahren werde, rief laut: »Olivier Brisson, der unglücklichste aller Menschen, was habt ihr mit dem?« »Dacht ich's doch«, sprach Miossens lächelnd weiter, »dass eures Schützlings Namen hinreichen würde, mir bei euch ein geneigtes Ohr zu verschaffen. Die ganze Welt ist von Brissons Schuld überzeugt. Ich weiß, dass ihr eine andere Meinung hegt, die sich freilich nur auf die Beteuerungen des Angeklagten stützen soll, wie man gesagt hat. Mit mir ist es anders. Niemand als ich kann besser überzeugt sein von Brissons Unschuld an dem Tode Cardillacs.« »Redet, oh redet«, rief die Scudery, indem ihr die Augen glänzten vor Entzücken. »Ich«, sprach Miossens mit Nachdruck, »ich war es selbst, der den alten Goldschmied niederstieß in der Straße Saint-Honoré, unfern eurem Hause.« »Um aller Heiligen Willen, ihr, ihr«, rief die Scudery. »Und«, fuhr Miossens fort, »und ich schwöre es euch, mein Fräulein, dass ich stolz bin auf meine Tat. Wisset, dass Cardillac, der verruchteste, heuchlerischste Bösewicht, dass er es war, der in der Nacht heimtückisch mordete und raubte und so lange allen Schlingen entging. Ich weiß selbst nicht, wie es kam,
daß ein innerer Verdacht sich in mir gegen den alten Bösewicht regte, als er voll sichtlicher Unruhe den Schmuck brachte, den ich bestellt, als er sich genau erkundigte, für wen ich den Schmuck bestimmt, und als er auf recht listige Art meinen Kammerdiener ausgefragt hatte, wann ich eine gewisse Dame zu besuchen pflege. Längst war es mir aufgefallen, daß die unglücklichen Schlachtopfer der abscheulichen Raubgier alle dieselbe Todeswunde trugen. Es war mir gewiß, daß der Mörder auf den Stoß, der augenblicklich töten mußte, eingeübt war und darauf rechnete. Schlug der fehl, so galt es den gleichen Kampf. Dies ließ mich eine Vorsichtsmaßregel brauchen, die so einfach ist, daß ich nicht begreife, wie andere nicht längst darauf fielen und sich retteten von dem bedrohlichen Mordwesen. Ich trug einen leichten Brustharnisch unter der Weste. Cardillac fiel mich von hinten an. Er umfaßte mich mit Riesenkraft, aber der sicher geführte Stoß glitt ab an dem Eisen. In demselben Augenblick entwand ich mich ihm und stieß ihm den Dolch, den ich in Bereitschaft hatte, in die Brust. »Und ihr schwiegt«, fragte die Scuderie, »ihr zeigtet den Gerichten nicht an, was geschehen.« »Erlaubt«, sprach Miossens weiter, »erlaubt mein Fräulein zu bemerken, daß eine solche Anzeige mich, wo nicht geradezu ins Verderben, doch in den abscheulichsten Prozess verwickeln konnte. Hätte La Reynie, überall Verbrechen witternd, mir's denn geradehin geglaubt, wenn ich den rechtschaffenen Cardillac, das Muster aller Frömmigkeit und Tugend, des verruchten Mordes angeklagt? Wie, wenn das Schwert der Gerechtigkeit seine Spitze wieder mich selbst gewandt?« »Das war nicht möglich«, rief die Scuderie, »eure Geburt, euer Stand.« »Oh«, fuhr Miossens fort, »denkt doch an den Marschall von Luxembourg, den der Einfall, sich von Le Sage das Horoskop stellen zu lassen, in den Verdacht des Giftmordes und in die Bastille brachte. Nein, beim Saint-Denis, nicht eine Stunde Freiheit, nicht meinen Ohrzipfel geb ich preis dem rasenden La Reynie, der sein Messer gern an unserer aller Kehlen setzte.« »Aber so bringt ihr ja den unschuldigen Brisson aufs Schafott«, fiel ihm die Scuderie ins Wort. »Unschuldig«, erwiderte Miossens, »unschuldig, mein Fräulein, nennt ihr des verruchten Cardillacs Spießgesellen, der ihm beistand in seinen Taten, der den Tod hundertmal verdient hat? Nein, in der Tat, der blutet mit Recht, und daß ich euch, mein hochverehrtes Fräulein, den wahren Zusammenhang der Sache entdeckte, geschah mit der Voraussetzung, daß ihr, ohne mich in die Hände der Chambre Ardente zu liefern, doch mein Geheimnis auf irgendeine Weise für euren Schützling zu nützen verstehen würdet.« Die Scuderie, im Innersten entzückt, ihre Überzeugung von Brissons Unschuld auf solch entschiedene Weise bestätigt zu sehen, nahm gar keinen Anstand, dem Grafen, der Cardillacs Verbrechen ja schon kannte, alles zu entdecken und ihn aufzufordern, sich mit ihr zu Dandilly zu begeben. Dem sollte unter dem Siegel der Verschwiegenheit alles entdeckt werden, der sollte dann Rat erteilen, was nun zu beginnen. Dandilly, nachdem die Scuderie ihm alles auf das Genaueste erzählt hatte, erkundigte sich nochmals nach den geringfügigsten Umständen. Insbesondere fragte er den Grafen Miossens, ob er auch die feste Überzeugung habe, dass er von Cardillac angefallen, und ob er Olivier Brisson als denjenigen würde wiedererkennen können, der den Leichnam fortgetragen. »Außerdem«, erwiderte Miossens, »habe ich in der mondhellen Nacht den Goldschmied recht gut erkannt, habe ich auch bei La Reynie selbst den Dolch gesehen, mit dem Cardillac niedergestoßen wurde. Es ist der meinige, ausgezeichnet durch die zierliche Arbeit des Griffs. Nur einen Schritt von ihm stehend, gewahrte ich alle Züge des Jünglings, dem der Hut vom Kopf gefallen, und würde ihn allerdings wiedererkennen können.« Dandilly sah schweigend einen Augenblick vor sich nieder. Dann sprach er: »Auf gewöhnlichem Weg ist Brisson aus den Händen der Justiz nun ganz und gar nicht zu retten. Er will Madelons halber Cardillac nicht als Mordräuber nennen.
das mag er tun, denn selbst wenn es ihm gelingen müsste, durch Entdeckung des heimlichen Ausgangs des zusammengeraubten Schatzes dies nachzuweisen, würde ihn doch als Mitverbundenen der Tod treffen. Dasselbe Verhältnis blieb stehen, wenn der Graf Miossens die Begebenheit mit dem Goldschmied, wie sie wirklich sich zutrug, den Richtern entdecken sollte. Aufschub ist das Einzige, wonach getrachtet werden muss. Graf Miossens begibt sich nach der Conciergerie, lässt sich Olivier Buisson vorstellen und erkennt ihn für den, der den Leichnam Cardillacs fortgeschafft. Er eilt zu La Reynie und sagt: »In der Straße Saint-Honoré sah ich einen Menschen niederstoßen. Ich stand dicht neben dem Leichnam. Als ein anderer hinzusprang, sich zum Leichnam niederbückte, ihn, da er noch Leben spürte, auf die Schultern lud und forttrug. In Olivier Buisson habe ich diesen Menschen erkannt.« Diese Aussage veranlasst Buissons nochmalige Vernehmung, Zusammenstellung mit dem Grafen Miossens. Genug, die Tortur unterbleibt, und man forscht weiter nach. Dann ist es Zeit, sich an den König selbst zu wenden. »Eurem Scharfsinn, mein Fräulein, bleibt es überlassen, dies auf die geschickteste Weise zu tun. Nach meinem Dafürhalten wird es genug sein, dem König das ganze Geheimnis zu entdecken.« Durch diese Aussage des Grafen Miossens werden Buissons Geständnisse unterstützt. Dasselbe geschieht vielleicht durch geheime Nachforschungen in Cardillacs Hause. Keinen Rechtsanspruch, aber des Königs Entscheidung auf inneres Gefühl, dass da, wo der Richter strafen muss, Gnade ausspricht, gestützt, kann das alles begründen. Graf Miossens befolgte genau, was d'Andilly geraten, und es geschah wirklich, was dieser vorhergesehen. Nun kam es darauf an, den König anzugehen, und dies war der schwierigste Punkt, da er gegen Buisson, den er allein für den entsetzlichen Raubmörder hielt, welcher so lange Zeit hindurch ganz Paris in Angst und Schrecken gesetzt hatte, solchen Abscheu hegte, dass er, nur leise erinnert an den berüchtigten Prozess, in den heftigsten Zorn geriet. Die Maintenon, ihrem Grundsatz, dem König nie von unangenehmen Dingen zu reden, getreu, verwarf jede Vermittlung, und so war Buissons Schicksal ganz in die Hand der Scuderie gelegt. Nach langem Sinnen fasste sie einen Entschluss ebenso schnell, als sie ihn ausführte. Sie kleidete sich in eine schwarze Robe von schwerem Seidenzeug, schmückte sich mit Cardillacs köstlichem Geschmeide, hing einen langen schwarzen Schleier über und erschien so in den Gemächern der Maintenon zur Stunde, da eben der König zugegen. Die edle Gestalt des ehrwürdigen Fräuleins in diesem feierlichen Anzug hatte eine Majestät, die tiefe Ehrfurcht erwecken musste, selbst bei dem losen Volk, das gewohnt ist, in den Vorzimmern sein leichtsinnig nichts beachtendes Wesen zu treiben. Alles wich scheu zur Seite, und als sie nun eintrat, stand selbst der König ganz verwundert auf und kam ihr entgegen. Da blitzten ihm die köstlichen Diamanten des Halsbandes, der Armbänder, ins Auge, und er rief: »Beim Himmel, das ist Cardillacs Geschmeide!« Und dann, sich zur Maintenon wendend, fügte er mit anmutigem Lächeln hinzu: »Seht, Frau Marquise, wie unsere schöne Braut um ihren Bräutigam trauert.« »Ei, gnädiger Herr«, fiel die Scuderie, wie den Scherz fortsetzend, ein, »wie wird es ziemen, einer schmerzerfüllten Braut, sich so glanzvoll zu schmücken? Nein, ich habe mich ganz losgesagt von diesem Goldschmied und dächte nicht mehr an ihn, drähte mir nicht manchmal das abscheuliche Bild, wie er ermordet dicht bei mir vorbeigetragen wurde, vor Augen.« »Wie?« fragte der König, »wie? Ihr habt ihn gesehen, den armen Teufel?« Die Scuderie erzählte nun mit kurzen Worten, wie sie der Zufall, noch erwähnte sie nicht der Einmischung Buissons, vor Cardillacs Haus gebracht, als eben der Mord entdeckt worden. Sie schilderte Madelons wilden Schmerz, den tiefen Eindruck, den das Himmelskind auf sie gemacht,
die Art, wie sie die Arme unter Zujauchzen des Volkes aus der Gräßhänden gerettet. Mit immer steigendem und steigendem Interesse begann nun die Szene mit La Reynie, mit Desgrais, mit Olivier Brusson selbst. Der König, hingerissen von der Gewalt des lebendigsten Lebens, das in der Scuderie Rede glühte, gewahrte nicht, daß von dem hässlichen Prozess des ihm abscheulichen Brusson die Rede war, vermochte nicht ein Wort hervorzubringen, konnte nur dann und wann mit einem Ausruf Luft machen der innern Bewegung. Ehe er sich's versah, ganz außer sich über das Unerhörte, was er erfahren, und noch nicht vermögend, alles zu ordnen, lag die Scuderie schon zu seinen Füßen und flehte um Gnade für Olivier Brusson. »Was tut ihr?« brach der König los, indem er sie mit beiden Händen faßte und in den Sessel nötigte. »Was tut ihr, mein Fräulein? Ihr überrascht mich auf seltsame Weise. Das ist ja eine entsetzliche Geschichte. Wer bürgt für die Wahrheit der abenteuerlichen Erzählung Brussons?« Darauf die Scuderie. »Miossons Aussage, die Untersuchung in Cardillacs Hause, innere Überzeugung, ach, Madelons tugendhaftes Herz, das gleiche Tugend in dem unglücklichen Brusson erkannte.« Der König, im Begriff, etwas zu erwidern, wand sich auf ein Geräusch um, das an der Türe entstand. Louvois, der eben im andern Gemach arbeitete, sah hinein mit besorglicher Miene. Der König stand auf und verließ, Louvois folgend, das Zimmer. Beide, die Scuderie, die Maintenon, hielten diese Unterbrechung für gefährlich, denn einmal überrascht, mochte der König sich hüten, in die gestellte Falle zum zweiten Mal zu gehen. Doch nach einigen Minuten trat der König wieder hinein, schritt rasch ein paar Mal im Zimmer auf und ab und stellte sich dann, die Hände über den Rücken schlagend, dicht vor der Scuderie hin und sprach, ohne sie anzublicken, halb leise: »Wohl möchte ich eure Madelon sehen.« Darauf die Scuderie: »O mein gnädiger Herr, welches hohen, hohen Glücks würdigt ihr das arme, unglückliche Kind? Ach, nur eures Winks bedurft es ja, die Kleine zu euren Füßen zu sehen.« Und trippelte dann, so schnell sie es in den schweren Kleidern vermochte, nach der Tür und rief hinaus, der König wolle Madelon Cardillac vor sich lassen, und kam zurück und weinte und schluchzte vor Entzücken und Rührung. Die Scuderie hatte solche Gunst geahnet und daher Madelon mitgenommen, die bei der Marquise Kammerfrau wartete, mit einer kurzen Bittschrift in den Händen, die ihr d'Andilly aufgesetzt. In wenigen Augenblicken lag sie sprachlos dem König zu Füßen. Angst, Bestürzung, scheue Ehrfurcht, Liebe und Schmerz trieben der Armen rascher und rascher das siedende Blut durch die Adern. Ihre Wangen glühten in hohem Purpur, die Augen glänzten von hellen Tränenperlen, die dann und wann hinabfielen durch die seidenen Wimpern auf den schönen Lilienbusen. Der König schien betroffen über die wunderbare Schönheit des Engelskindes. Er hob das Mädchen sanft auf, dann machte er eine Bewegung, als wolle er ihre Hand, die er gefasst, küssen. Er ließ sie wieder und schaute das holde Kind an mit tränenfeuchtem Blick, der von der tiefsten innern Rührung zeugte. Leise lispelte die Maintenon der Scuderie zu: »Sieht sie nicht der Lavallière ähnlich auf das Haar, das kleine Ding? Der König schwelgt in den süßesten Erinnerungen. Euer Spiel ist gewonnen.« So leise dies auch die Maintenon sprach, doch schien es der König vernommen zu haben. Eine Röte überflog sein Gesicht, sein Blick streifte bei der Maintenon vorüber, er las die Supplik, die Madelon ihm überreicht, und sprach dann mild und gütig: »Ich will's wohl glauben, dass du, mein liebes Kind, von deines geliebten Unschuld überzeugt bist. Aber hören wir, was die Chambre Ardente dazu sagt.« Eine sanfte Bewegung mit der Hand verabschiedete die Kleine, die in Tränen verschwimmen wollte. Die Scuderie gewahrte zu ihrem Schreck, daß die Erinnerung an die Valliere
so ersprießlich sie anfangs geschienen, des Königs Sinn geändert hatte, sowie die Maintenon den Namen genannt. Mochte es sein, dass der König sich auf unzarte Weise daran erinnert fühlte, dass er im Begriff stehe, das strenge Recht der Schönheit aufzuopfern, oder vielleicht ging es dem Könige wie dem Träumer, dem, hart angerufen, die schönen Zauberbilder, die er zu umfassen gedacht, schnell verschwinden. Vielleicht sah er nun nicht mehr seine Lavalier vor sich, sondern dachte nur an die Sir Louise de la Misericorde, der Valier-Klostername bei den Karmeliternonnen, die ihn peinigte mit ihrer Frömmigkeit und Buße. Was war jetzt anderes zu tun, als des Königs Beschlüsse ruhig abzuwarten? Ende von Abschnitt 8. Gelesen von Hokus Pokus. Abschnitt 9 von Das Fräulein von Sküderi. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Fräulein von Sküderi von E.T.A. Hoffmann. Abschnitt 9. Des Grafen Miossens Aussage vor der Chambre Ardente war indessen bekannt geworden, und wie es zu geschehen pflegt, dass das Volk leicht getrieben wird von einem Extrem zum anderen, so wurde derselbe, den man erst als den verruchtesten Mörder verfluchte und den man zu zerreißen drohte, noch ehe er das Blutgerüst bestiegen, als unschuldiges Opfer einer barbarischen Justiz beklagt. Nun erst erinnerten sich die Nachbarsleute seines tugendhaften Wandels, der großen Liebe zu Madelon, der Treue, der Ergebenheit mit Leib und Seele, die er zu dem alten Goldschmied gehegt. Ganze Züge des Volks erschienen oft auf bedrohliche Weise vor Larignys Palast und schrien »Gib uns Olivier Brusson heraus, er ist unschuldig«, und warfen wohl gar Steine nach den Fenstern, so daß Larigny genötigt war, bei der Maréchaussee Schutz zu suchen vor dem erzürnten Pöbel. Mehrere Tage vergingen, ohne daß der Scuderie von Olivier Brussons Prozess nur das Mindeste bekannt wurde. Ganz trostlos begab sie sich zur Maintenon, die aber versicherte, daß der König über die Sache schweige, und es gar nicht geraten schien, ihn daran zu erinnern. Fragte sie nun noch mit sonderbarem Lächeln, was denn die kleine Valier mache, so überzeugte sich die Scuderi, daß tief im Innern der stolzen Frau sich ein Verdruß über eine Angelegenheit regte, die den reizbaren König in ein Gebiet locken konnte, auf dessen Zauber sie sich nicht verstand. Von der Maintenon konnte sie daher gar nichts hoffen. Endlich mit Dandillys Hilfe gelang es der Scuderi, auszukundschaften, daß der König eine lange geheime Unterredung mit dem Grafen Miossens gehabt, ferner, daß Bontemps, des Königs vertrautester Kammerdiener und Geschäftsträger, in der Conciergerie gewesen und mit Brusson gesprochen, daß endlich in einer Nacht eben derselbe Bontemps mit mehreren Leuten in Cardillacs Haus gewesen und sich lange darin aufgehalten. Claude Patru, der Bewohner des untern Stocks, versicherte, die ganze Nacht habe es über seinem Kopfe gepoltert, und gewiß sei Olivier dabei gewesen, denn er habe seine Stimme genau erkannt. So viel war also gewiß, daß der König selbst dem wahren Zusammenhang der Sache nachforschen ließ, unbegreiflich blieb aber die lange Verzögerung des Beschlusses. Larigny mochte alles aufbieten, das Opfer, das ihm entrissen werden sollte, zwischen den Zähnen festzuhalten. Das verdarb jede Hoffnung im Aufkeimen. Beinahe ein Monat war vergangen, da ließ die Maintenon der Scuderie sagen, der König wünsche sie heute Abend in ihren, der Maintenon Gemächer zu sehen. Das Herz schlug der Scuderie hoch auf, sie wußte, daß Brussons Sache sich nun entscheiden würde. Sie sagte es der armen Madelon, die zur Jungfrau, zu allen Heiligen inbrünstig betete, daß sie doch nur in dem König die Überzeugung von Brussons Unschuld wecken möchten. Und doch schien es, als habe der König die ganze Sache vergessen, denn
wie sonst weilend in anmutigen Gesprächen mit der Maintenant und der Scuderie, gedachte er nicht mit einer Silbe des armen Brusson. Endlich erschien Bonton, näherte sich dem König und sprach einige Worte so leise, dass beide Damen nichts davon verstanden. Die Scuderie erbebte im Innern. Da stand der König auf, schritt auf die Scuderie zu und sprach mit leuchtendem Blick: »Ich wünsche euch Glück, mein Fräulein. Euer Schützling Olivier Brusson ist frei.« Die Scuderie, der die Tränen aus den Augen stürzten, keines Wortes mächtig, wollte sich dem König zu Füßen werfen. Der hinderte sie daran, sprechend: »Geht, geht, Fräulein, ihr solltet Parlamentsadvokat sein und meine Rechtshändel ausfechten, denn beim heiligen Dionys, eurer Beredsamkeit widersteht niemand auf Erden. Doch«, fügte er ernster hinzu, »doch, wen die Tugend selbst in Schutz nimmt, mag der nicht sicher sein vor jeder bösen Anklage, vor der Chambre Ardente und allen Gerichtshöfen in der Welt.« Die Scuderie fand nun Worte, die sich in den glühendsten Dank ergossen. Der König unterbrach sie, ihr ankündigend, dass in ihrem Hause sie selbst viel feurigerer Dank erwarte, als er von ihr fordern könne, denn wahrscheinlich umarme in diesem Augenblick der glückliche Olivier schon seine Madeleine. »Bonton«, so schloss der König, »Bonton soll euch 1000 Louis auszahlen. Sie gebt in meinem Namen der Kleinen als Brautschatz. Mag sie ihren Brusson, der solch ein Glück gar nicht verdient, heiraten, aber dann sollen beide fort aus Paris. Das ist mein Wille.« Die Martinière kam der Scuderie entgegen, mit raschen Schritten, hinter ihr her Baptist, beide mit vor Freude glänzenden Gesichtern, beide jauchzend, schreiend: »Er ist hier, er ist frei, oh, die lieben jungen Leute!« Das selige Paar stürzte der Scuderie zu Füßen. »Oh, ich habe ja gewusst, dass ihr allein mir den Gatten retten würdet«, rief Madeleine. »Ach, der Glaube an euch, meine Mutter, stand ja fest in meiner Seele«, rief Olivier, und beide küßten der ehrwürdigen Dame die Hände und vergossen 1000 heiße Tränen. Und dann umarmten sie sich wieder und beteuerten, dass die überirdische Seligkeit dieses Augenblicks alle namenlosen Leiden der vergangenen Tage aufwiege, und schworen, nicht voneinander zu lassen bis in den Tod. Nach wenigen Tagen wurden sie verbunden durch den Segen des Priesters. Wäre es auch nicht des Königs Wille gewesen, Brusson hätte doch nicht in Paris bleiben können, wo ihn alles an jene entsetzliche Zeit der Untaten Cardillacs erinnerte, wo irgendein Zufall das böse Geheimnis, nun noch mehreren Personen bekannt geworden, feindselig enthüllen und sein friedfertiges Leben auf immer verstören könnte. Gleich nach der Hochzeit zog er, von den Segnungen der Scuderie begleitet, mit seinem jungen Weibe nach Genf. Reich ausgestattet durch Madelons Brautschatz, begabt mit seltener Geschicklichkeit in seinem Handwerk, mit jeder bürgerlichen Tugend, ward ihm dort ein glückliches, sorgenfreies Leben. Ihm wurden die Hoffnungen erfüllt, die den Vater getäuscht hatten, bis in das Grab hinein. Ein Jahr war vergangen seit der Abreise Brussons, als eine öffentliche Bekanntmachung erschien, gezeichnet von Arlois de Chauvalon, Erzbischof von Paris, und von dem Parlamentsadvokaten Pierre Arnaud d'Andilly, des Inhalts, dass ein reuiger Sünder unter dem Siegel der Beichte der Kirche einen reichen, geraubten Schatz an Juwelen und Geschmeide übergeben. Jeder, dem etwa bis zum Ende des Jahres 1680 vorzüglich durch mörderischen Anfall auf öffentlicher Straße ein Schmuck geraubt worden, solle sich bei d'Andilly melden und werde, treffe die Beschreibung des ihm geraubten Schmucks mit irgendeinem vorgefundenen Kleinod genau überein und finde sonst kein Zweifel gegen die Rechtmäßigkeit des Anspruchs statt, den Schmuck wiedererhalten. Viele,
die in Cardillacs Liste als nicht ermordet, sondern bloß durch einen Faustschlag betäubt, aufgeführt waren, fanden sich nach und nach bei dem Parlamentsadvokaten ein und erhielten zu ihrem nicht geringen Erstaunen das geraubte Geschmeide zurück. Das Übrige fiel dem Schatz der Kirche von Saint-Eustache anheim. Ende von Abschnitt 9. Ende von Das Fräulein von Scudery von E.T.A. Hoffmann. Gelesen von Hokuspokus.